Hallo und herzlich willkommen auf der Bank, auf der Wiese. Leider konnte ich dem Rasenmähermann nicht entgehen. Es ist die dritte Location, an der ich versuche, was zu erzählen, in der Hoffnung, dass ich irgendeinen Platz finde, der leise ist. Ist heute nicht drin. Heute ist Rasenmähertag. Ja, und heute ist auch nicht allzu lange hin bis zur Bundestagswahl. Und dementsprechend wollte ich meinem Versprechen nachgehen, das ich so plus minus gegeben habe, dass ich eine Parteienanalyse bezüglich Wald- und Umweltpolitik, weil damit kenne ich mich aus, mit allem anderen nicht, mache, um vielleicht denjenigen von uns, inklusive mir selbst, die noch ein bisschen unentschlossen sind, wen sie denn nun wählen wollen, noch ein bisschen unter die Arme zu greifen. Vielleicht so als ein Viertelchen vom i-Tüpfelchen möglicherweise. Muss natürlich jeder selber wissen, wie wichtig er Wald- und Umweltpolitik jeweils findet im Kontext der anderen großen Fragen, die sonst so im Raum stehen. Aber ich finde, so ein bisschen mit ein Kriterium darf es schon sein. Wenn jetzt übrigens noch Hunde zu hören sind, das Tierheim ist auch in der Nähe. Und sobald ich hier hocke und erzähle, scheinen die das irgendwie mitzukriegen. Das heißt, in der Nähe eigentlich schon gut weit weg. Aber ja, Hunde und ich, das ist nicht immer einfach. Nicht immer. Manchmal schon. Es gibt tolle Hunde. Es gibt auch diejenigen, die mich nicht mögen. Was dann manchmal auch auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Gut, kurz zwei Sachen vorneweg. Basis des Videos sind die Parteiprogramme bzw. die Wahlprogramme. Warum die? Warum nicht irgendwelche Aussagen von Armin, Annalena oder Olaf? Ganz einfach deswegen, weil das ist super mühsam, wenn man anfängt, über sowas zu diskutieren, da dann jeweils rauszufinden, wann sie wie was gesagt haben. Dann ist es auch nochmal schwierig zu filtern, ist das jetzt individuelle Meinung oder ist das jetzt Parteimeinung oder ist das was die Person will oder halt was die Partei will und inwiefern kann man sich dann darauf verlassen, dass das dann auch so passiert. Das kann man sowieso nie, ne? Da erzähle ich niemandem was Neues. So in diese Richtung geht das und drum ist das schwierig und drum nur die Wahlprogramme. Ich habe da alles rausgesucht, was mir relevant und zum Thema dazugehörend erschien und habe jetzt eine ziemlich lange Liste mit verschiedenen Punkten, zu denen die Parteien teilweise eine Meinung vertreten, teilweise aber auch nicht. Ja, ich werde die Punkte der Reihe nach, die Themen der Reihe nach durchgehen und dann erzählen, was die jeweiligen Parteien dazu zu sagen haben. Es geht übrigens nur um die 6 großen Parteien. Sonst werden wir nie fertig. Nie. Ja? Daher nur die 6 großen. Und das wird sich ein bisschen hinziehen und vielleicht sind wir danach halbwegs schlauer. Nochmal kurz zur Erklärung, warum maße ich mir nur das Ganze zur Umwelt- und Waldpolitik an, machen zu wollen. Na ganz einfach, weil ich von Agrarpolitik nicht genügend Ahnung habe. Und beim Thema Klima, was ja ein sehr großes Thema ist in diesem Wahljahr und was die nächste Legislaturperiode wahrscheinlich auch ziemlich wichtig sein wird, da geht es größtenteils um technische Fragen. Wenn es jetzt darum ginge, ob es einen anthropogen verstärkten Klimawandel gibt, ja, nein, und wie schlimm wird der? Dazu könnte ich was sagen, das ist Naturwissenschaft, ja. Zu wie kriegen wir das jetzt technisch gelöst, die Energiewende, dazu kann ich nichts sagen. Ich würde mich allerdings so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich der Meinung bin, dass man, sofern man jetzt nicht sagt, es klappt eh alles nicht, ich gebe auf und sterbe dann wohl, beziehungsweise bin alt genug, dass ich sowieso bald den Löffel abgebe und das interessiert mich alles nicht, das kann man selbstverständlich sagen. Ja, ob das jetzt nur besonders sympathisch ist, ist eine andere Frage, aber gehen tut das schon. Aber ob wir eine Energiewende brauchen, kann ich aus naturwissenschaftlicher Sicht ganz klar mit Ja beantworten. Damit kann ich mich also quasi den 5 Parteien, die da eben in die Richtung was vorhaben, anschließen und der 6, die in die Richtung nichts vorhat, möchte ich in diesem Punkt und in vielen anderen vehement widersprechen. So, ansonsten, damit sind wir beim Thema Neutralität. Neutralität soll es hier gar nicht geben. Das ist ja eine Meinung, eine Einschätzung.
Einschätzung von mir, was ich als Mensch, der sich mit Wald- und Umweltpolitik auskennt, von den Ideen der jeweiligen Parteien halte. Wenn ihr einfach nur eine Auflistung, was die Vorhaben haben wollt, dann lest euch die jeweiligen Parteiprogramme durch. Darum macht das gar keinen Sinn, wenn ich hier jetzt neutral das einfach alles nur nenne, so als kleiner zu faul zum Lesen-Service sozusagen. Nicht, dass ein zu faul zum Lesen-Service nicht manchmal ganz hilfreich wäre und ich nehme sowas auch mal ganz gerne in Anspruch, aber das machen wir hier nicht. Ne? Ansonsten versuche ich das Ganze so objektiv wie möglich, das ist natürlich nicht möglich, weil ich kein Objekt bin, ne? Zu betrachten und versuche möglichst voreingenommen die Ideen als solche zu bewerten. Nicht, ich mag die entsprechende Partei oder ich mag die entsprechende Partei nicht und darum muss die Idee gut sein oder nicht, sondern wir gucken uns die Idee wirklich vorurteilsfrei an und analysieren die Idee als solche. Ja, völlig egal, von wem sie kommt. Eine Ausnahme muss ich doch noch hinzufügen, die sich dann im Laufe des Videos ergeben hat. Und zwar, die Partei ist natürlich dann wichtig, wenn was anderes im Kontext des Parteiprogramms für eine bestimmte Sachidee, die sie da irgendwo haben, relevant ist. Also wenn zum Beispiel die FDP sagt, dass sie Dinge in den CO2-Preis mit einbeziehen möchte, dann ist das relevant, dass es eine FDP sagt, weil der CO2-Preis bei denen ein ganz essentielles Thema ist, was sich durch die gesamte Umweltpolitik zählt und damit in einem größeren Kontext betrachtet werden muss, als wenn die CDU sagt, für bestimmte Dinge soll es einen CO2-Preis geben, dann ist das ein Einzelkonzept und nicht in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Und in dem Fall wäre es dann Wurst, ob das jetzt von der CDU oder von der SPD oder von mir aus auch von der AfD kommt. Ja, ne? Also ungefähr so, damit wir uns da richtig verstehen. Aber wir sagen jetzt nicht, weil die FDP scheiße ist, darf sie Folgendes nicht sagen oder darf sie folgende Idee nicht haben. Also sowas machen wir nicht. Darauf wollte ich hinaus. Nachdem wir das dann möglichst sachlich gemacht haben, müssen wir am Ende dann ja immer noch rausfinden, wen wir jetzt wählen wollen. Also zumindest geht es mir so. Ne? Außer ihr wisst es schon und guckt das jetzt nur mehr so aus Interesse und weil ihr lustig seid. Gut, wer Kommentare hat, darf die gerne loswerden. Irgendwas Lustiges, wo die ein oder andere Partei oder am besten gleich alle gleichermaßen durch den Kakao gezogen werden, bitte gerne. Was Beleidigendes oder Partei XY ist super scheiße und die und die und das oder irgendwelche Armins, Annalenas oder Olafs runtermachen. Da wäre mir lieb, wenn man darauf verzichten könnte. Ich versuche das auch sein zu lassen. Nur so viel. Ich bin weder vom Olaf, noch vom Armin, noch von der Annalena besonders begeistert. Und nein, ich traue keinem von den dreien das wirklich zu. Beziehungsweise habe arg Bauchweh, wenn es einer von den dreien wird. Was passieren wird, ist halt so. Ne? Bessere Kandidaten gab scheinbar nicht in Deutschland. Ja, kann man jetzt sich auch drüber aufregen, aber so ist nun mal die Situation. Ganz oft ist es ja so, vielleicht noch ein Satz dazu, dass Leute, die im Grunde großartige Politiker oder Leute wären, wo man sagen kann, jo, du kannst unser Land führen, dir traue ich das zu, die haben im Regelfall ja kein Interesse daran, das zu tun, weil wenn sie eben von der Integrität, vom Charakter oder von sonst was auch immer geeignet wären, das zu tun, würden sie wahrscheinlich relativ schnell eingehen in Anbetracht dessen, was ja, wie schwierig es ist, habe ich zumindest gehört, tatsächlich dann auch gute Ideen umgesetzt zu bekommen gegen den Dickkopf der anderen Leute, die da halt auch noch mitzureden haben. Ja, Demokratie ist vielleicht nicht unbedingt die beste Form, einen Staat zu organisieren, aber erfahrungsgemäß bisher die einzige, die zumindest einigermaßen funktioniert. Ne? So, niemand hat behauptet, das sei einfach. Ja, noch ein ganz kurzer Exkurs zum Klima. Klimatechnisch können wir ganz, ganz kurz, wirklich von Ben-Verhältnisse super kurz, Folgendes grob festhalten. Aus wissenschaftlicher Sicht, ja, gibt es eine gewisse Grenze an CO2, die wir noch ausstoßen dürfen und da sollten wir nicht drüber kommen, sonst passieren schlimme Dinge. Vorsichtig ausgedrückt. Ja? Gut, CDU, CSU
haben ein bisschen was, ein Programm, um zu reduzieren, um zu verhindern, dass schlimme Dinge passieren. Das, was sie sich vorgenommen haben und die Ziele, die sie sich gesteckt haben, reichen wissenschaftlich betrachtet nicht aus, um zu verhindern, dass schlimme Dinge passieren, reicht schlicht nicht. Ja? Das heißt, es ist unzureichend. Kann man jetzt sagen, okay, dafür ist es wirtschaftlich vielleicht noch akzeptabel? Kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht reicht nicht. SPD reicht auch nicht. Mehr oder weniger das gleiche wie CDU, CSU, weil die ja zusammengesessen sind die letzten lange Zeit. Und ja, daher unterscheidet sich die SPD da nicht wirklich von der CDU. Die Grünen, es reicht für 2 Grad. Die Ambitionen für 2 Grad sind da. Ob das so zu bezahlen ist, kann ich wieder nicht beurteilen. Es gibt ja Ansätze, wo das Geld herkommen soll. Weiß ich nicht. Kann ich einfach nicht, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Bin ich Wirtschaftsfachmann? Nö, kann ich nicht beurteilen. Ja? Natürlich kann ich jetzt stümperhaft irgendeine Laienmeinung von mir geben, aber damit ist uns nicht wirklich geholfen und Laienmeinung könnt ihr überall auf der Straße erfahren. Da muss ich nicht auch noch entsprechend mich einmischen. Also für 2 Grad, wie gesagt, würde es reichen. Vielleicht auch für 1,8 Grad, so irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad. Das wäre wohl das, wo wir uns einpendeln würden mit dem, was die Grünen jetzt vorhaben. Dann die FDP ist ein bisschen Spezialfall. Die möchte durch quasi einen CO2-Preis und eine reduzierte Menge an CO2, die pro Jahr verfügbar ist und ausgestoßen werden kann und die dann auf dem freien Markt sozusagen gehandelt wird, dafür sorgen, dass diejenigen, die am dringendsten CO2 ausstoßen und dann bereit sind, dafür einen Arsch voll Geld zu bezahlen, diejenigen sind, die dann letztendlich das CO2 auch bekommen und die am ehesten drauf verzichten können, davon auch wirtschaftlich enorm profitieren, weil sie nicht einen Arsch voll Geld dafür ausgeben müssen, jetzt CO2 emittieren zu können. Mehr oder weniger ist das gleiche System, wie wir schon lange Zeit haben, den Emissionshandel, CO2-Emissionszertifikate-Handel, gibt schon lange, die waren aber in der Vergangenheit einfach viel zu billig, um eine Wirkung zu entfalten. Wenn man die jetzt sehr, sehr teuer macht und wirklich sagt, das ist die Menge, die noch zur Verfügung steht und freier Markt regelt den Preis, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die FDP baut ganz viele Schlupflöcher ein, dass es halt doch nicht für alle gleich gilt, dann funktioniert es wahrscheinlich wieder nicht. Oder Variante 2, sie macht das wirklich und zieht das radikal hardcore durch, dann kriegen wir einen noch höheren Spritpreis als bei den Grünen, zumindest innerhalb von ein paar Jahren, weil dann alles, was CO2 verursacht, wirklich extremst teuer werden wird und es sich sehr, sehr wirtschaftlich lohnt, auf Alternativen umzusteigen. Ne? Wo man das machen kann. Also wenn man das radikal umsetzt, ist das die ambitionierteste Klimaschutzpolitik. Wenn man Schlupflöcherchen einbaut, dann kann sich das ganz schnell sehr stark verwässern und im Endeffekt überhaupt nichts bringen. Weil es ist das einzige Instrument, was die FDP sich ausgedacht hat, um die Energiewende voranzubringen. So, und die Linke, die haben sehr hohe Ziele, sind die einzigen, die von den Zielen her, die sie stecken, überhaupt an die 1,5 Grad Grenze rankommen. Das heißt, wenn man bei die Linke wählt, wird man wahrscheinlich wirklich effiziente, reinhauende, auermachende, weil effizient ist gleich auer in den meisten Fällen. Die FDP tut zwar so, als sei das nicht so, aber das wird auch bei der FDP wehtun. Wenn die das wirklich durchziehen, dann tut das auch weh, auch wenn es jetzt erstmal nicht so auer klingt und keine Verbote im Spiel sind, sondern es wird aber trotzdem enorm wehtun, wenn wir jedes bisschen CO2, was wir so ausstoßen, gegen Daimler, gegen die Stahlindustrie oder sonst wie auf dem freien Markt einkaufen müssen. Ja, das wird wirklich teuer. Wirklich, wirklich. Gehe ich mal von aus. Also so viel Wirtschaft kann sogar ich. Aber das ist nur meine Meinung, selbstverständlich. Vielleicht weiß das jemand besser und kann uns da aufklären. Aber wie gesagt, die Linken, die haben die höchsten selbstgesteckten Ziele, die ambitioniertesten Schutzziele. Wie sie das bezahlen wollen, keine Ahnung. CO2-Emissionshandel kommt bei den Linken gar nicht vor. Das wollen sie nicht. Einige Experten bezweifeln, dass das ohne Emissionshandel überhaupt irgendwie machbar ist. Ich würde mich da anschließen wollen, glaube deshalb nicht, dass das realistisch ist, dass mit den geplanten Maßnahmen die korrekten Ziele, die sind gut, ja, beziehungsweise naturwissenschaftlich gesehen gut und ausreichend und könnten funktionieren. Aber der Weg dahin,
weiß ich nicht, ob das funktionieren könnte. So, das heißt, alle fünf Parteien nicht so richtig super. Na, also, es zieht sich ein bisschen durch, diese Wahl. Ich habe für mich keine Partei gefunden, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, oh ja, doll, die wähle ich. Es wird eine Auerentscheidung. Es wird eine Wahl des kleinstmöglichen Übels für mich persönlich aus einem großen Topf von diversen Übeln. Ja, ich habe auch den Wahlomat mal gefragt. Ich habe mit keiner Partei nennenswert Zustimmung, die... mal abgesehen von die Partei, bei der habe ich knappe 58% und dann nimmt es schnell noch weiter ab und bei allen anderen Parteien dümpel ich dann so irgendwo zwischen 50 und 35% Zustimmung rum. Auch bei den Parteien, wo ich eigentlich drüber nachdenke, ob ich die nicht vielleicht irgendwie wähle, weil ich halt dann individuell doch nochmal Schwerpunkte setze und manche Sachen, die ich eigentlich nicht haben will, finde ich halt weniger schlimm. Andere Sachen, die ich nicht haben will, will ich absolut nicht haben. Und die sind ein absolutes Wähle-ich-nicht-Kriterium. Ne? Also das nur mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich bin also wirklich noch unentschieden und werde dann wahrscheinlich beim Kreuzchen machen mit dem Stift. Da! Könnte wirklich darauf hinauslaufen. War noch nie so unentschieden wie dieses Mal. Gut. Aber jetzt, das wird ein langes Video, ja, ihr seid gewarnt und der Disclaimer ist einigermaßen kurz, ich habe das schon mal versucht aufzunehmen, da hat es einfach jenseits von Gut und Böse ausgeufert. Wie gesagt, Kommentare bitte benehmen, wer sich nicht benimmt, fliegt raus und jetzt legen wir los. Es sind teilweise kleine Sachen, teilweise große Sachen, teilweise muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ihr kennt es. Ja, wer mich schon mal eine Weile zugehört hat, wird nicht überrascht sein. Gut, Punkt 1. Reihenfolge völlig willkürlich. Ja? Also wichtige Sachen können zwischen unwichtigen Sachen sein. Ich sage natürlich immer dazu, was wichtig und was nicht wichtig ist. Aber ich habe aus Zeit- und aus Effizienzgründen jetzt hier auf eine große Reihenfolge verzichtet. Die Reihenfolge der Parteien, die ist auch plus minus willkürlich, so wie sie mir halt eingefallen sind. CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und die AfD. Und damit jetzt aber wirklich loslegen. Pestizide. Pestizide bzw. Pflanzenschutzmittel. Sehr viel im Gespräch gewesen, gerade die letzten Jahre. Diesbezüglich zuständig ist Klöckner Julia. Sie hat sich in diesem Bereich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, hat sehr viele Leute sehr für den Kopf gestoßen. Richtig glücklich ist keiner mit ihr. Weder die Natur, die gar keine Pestizide oder weniger Pestizide haben wollen, wirklich glücklich sind auch nicht die Landwirte, denen passt das auch nicht so richtig. Also ich habe in dieser Hinsicht wenig gehört, dass da Julia irgendwas besonders, die Frau Klöckner, da irgendwas besonders zur allgemeinen Zufriedenheit beigetragen haben könnte. Die CDU-CSU hält sich dementsprechend auch vornehm raus aus der Debatte und sagt dazu nichts. Die SPD möchte Pestizide gerne reduzieren, ohne irgendwie konkret zu sagen, was genau, wie viel und so weiter. Genaue Mengenangaben macht übrigens keine Partei. Daher ist die SPD da in guter Gesellschaft. Die Grünen wollen deutlich reduzieren, was immer das bedeuten soll. Man muss da immer dazu sagen, wir gucken uns ja die Landwirtschaft gar nicht an. Was also in der Landwirtschaft passieren soll, das ist nochmal ein anderes Thema. Es geht mir jetzt mehr um den allgemeinen Pestizideinsatz. Der kann auch in Naturschutzgebieten auf Wiesen, die gar nicht landwirtschaftlich genutzt werden, wie diese, oder auch im Wald natürlich eine Rolle spielen. Ja? In Mooren oder im stadtnahen Bereich, an Bächen, an Gewässern und so weiter. Das ist jetzt mehr so der Pestizideinsatz, der uns interessiert. Ja, und der soll deutlich reduziert werden. In Form von im Wald, so viel zu reduzieren gibt es da nicht. Da findet nur sehr wenig Einsatz von sowas statt. Wenn mal dann in verglichen mit der Größe des Waldes sehr kleinen Gebieten und nur punktuell, auch wenn wir gerne auch manche Leute empfinden punktuell auch schon als viel, 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 viel zu viel. Das darf man natürlich schon so sehen. Fachlich gesehen haben wir allerdings im Wald sicherlich kein Problem durch übermäßigen Pestizideinsatz. Kann man natürlich trotzdem reduzieren, da muss man halt gegebenenfalls mit den Konsequenzen leben. Ja? Eine deutliche Reduktion über alle Bereiche hinweg, was immer deutlich heißen soll, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Reduzieren finde ich in diesem Fall besser, und bin da also jetzt, was das angeht, eher bei der SPD.
Die FDP ist die eine Partei, die in dieser Hinsicht eine ganz andere Richtung fährt, nämlich die ist offen für Neues, will die Verfügbarkeit innerhalb der EU sicherstellen und man versteht es ungefähr so, wenn man das Wahlprogramm liest, dass halt eben keine ideologisches grundsätzliches Pestizid ist gleich böse. So eine Aussage will die FDP nicht haben. Die FDP ist eher bedarfsorientiert, forschungsorientiert, findet es auch wichtig, dass an Alternativen geforscht wird, die vielleicht besser umweltverträglich, aber doch effizient sind und lehnt eben Pestizide grundsätzlich mal nicht ab und will auch nicht grundsätzlich weniger davon haben, sondern eben anders und bedarfsorientiert. Beziehungsweise bedarfsorientiert sagt, glaube ich, die AfD. Das ist das Wort, was exakt so im AfD-Programm drin steht. Aber ja, es geht so ein kleines bisschen in die Richtung, dass man eben sagt, ja, wenn was Neues entwickelt wird, dann sind wir gerne bereit, das zuzulassen, sofern es dann zulassbar ist. Das soll natürlich alles geprüft werden und so weiter. Und Forschung in diesem Bereich sehr wichtig. So in die Richtung geht das ungefähr. Ja, also erstmal keine Reduktion tatsächlich. Das ist auch die, neben der CDU, die nichts sagt, und die AfD, die auch erstmal nicht von der Reduktion spricht, ist die FDP die einzige Partei, die keine Reduktion haben will. Die Linke, die gehen am weitesten, die wollen auch deutlich reduzieren und Neonicotinoide komplett verbieten. Das sind eben diese zugegebenermaßen relativ bösen Sachen, die auf eben letztendlich Nikotinbasis mehr oder weniger Gift für vor allen Dingen viele Insekten sind, die man dann aber eben nicht nur auf die Schadinsekten reduzieren kann, sondern wo dann halt eben auch noch viele nützliche Insekten zusätzlich bei draufgehen. Das heißt, da ist der Kollateralschaden beim Einsatz von Neonicotinoiden relativ hoch. Die haben sicherlich noch diverse andere Nachteile, aber da müsste ich mich jetzt auch nochmal genauer in die Thematik einlesen. Das ist auch mehr Landwirtschaft als wieder Umwelt- und Waldpolitik. So, die AfD, also nochmal die Linke, krasseste Reduzierung überhaupt. Also auf ein Minimum reduzieren, so wie man das ungefähr verstehen kann, was immer das sein soll. Ja. AfD, die möchten gerne eine entsprechende Forschung und Prüfeinrichtung in diese Richtung finanzieren und denen dann die Entscheidung überlassen. Das heißt, wir lagern das aus, wir überlassen es den Experten, die dann dafür zuständig sind, und die entscheiden das dann und sagen dann, hier kommt so viel hin, hier kommt so viel hin. Und da war nochmal diese Sache mit diesem bedarfsgerecht. Ne? Das stand da dann noch dabei. Ja, kann man sicherlich so machen. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Wenn man Experten fragen, den Experten überlässt, bin ich da grundsätzlich im Regelfall durchaus mit einverstanden. So, dann kommt noch das Glyphosat. Das ist ein kurzer Punkt. Die Grünen wollen es verbieten, die Linke will es verbieten. Der Rest hat dazu nichts zu sagen. Naturwissenschaftlicher Stand ist grob. Ganz, ganz grob. Es ist ja ein hoch umkämpftes und hoch umstrittenes Thema. Das Zeug ist nicht gerade gesund, ganz im Gegenteil. Aber es ist auch nicht ganz so der Teufel, wie es manchmal hingestellt wird. Also ich würde so sagen, 75% böse, 15% neutral, 10% gut. So in etwa in diesem Kontinuum dürfen wir uns bei Glyphosat bewegen. Es gibt wenige Anwendungsfälle, wo Glyphosat das Kollateralschaden verursacht. Bei richtiger Anwendung, mit Schutzanzug, mit geringer Menge, mit Ausbringung direkt an dem Ort, wo es wirken soll und nicht 70 Meter oben drüber in die ganze Landschaft sprühen und. Da gibt es Anwendungsgebiete, wo Glyphosat das kleinere Übel ist. Ja, und das sind dann diese 10% gut, sage ich jetzt mal. Ein Beispiel, wenn man den japanischen Staudenknöterich, den kennt ihr hoffentlich inzwischen alle, totkriegen will, dann ist Glyphosat eine legitime Methode, und in manchen Fällen, wenn es gerade nicht gewässernahe Anwendung ist, macht man sicherlich durch das Glyphosat auch was kaputt, aber der japanische Staudenknöterich wäre noch schlimmer, wenn man den gar nicht in seine Grenzen bzw. eingedämmt bekommt. Und der breitet sich weiter aus und weiter aus und weiter aus und weiter aus. Da hat man also mit Glyphosat eine Chance, ihn einmal zu killen. Und mit etwas Glück bleibt er dann weg. Und die Schäden, die das Glyphosat verursacht hat, die regenerieren sich ja auch wieder. Und in so einem Fall, in manchen Fällen, auch nicht in jedem, kannst du nicht immer sagen, okay, japanischer Staudenknöterich,
dann Glyphosat drauf. Das wäre auch viel zu allgemein, kommt immer auf den Einzelfall an, aber das wäre nun mal, um ein Beispiel genannt zu haben, wo das Zeug schon noch eine gewisse Berechtigung auch haben kann. Ich bin daher kein Freund von einem 100% Verbot. Mir wäre recht so eine bei Genehmigung von eben entsprechenden Experten in seltenen Ausnahmesituationen bei kleinflächiger Anwendung für eben spezielle, wirklich, es gibt keine andere Möglichkeit, Situationen. So, und das muss halt irgendjemand, der da wirklich sich massiv gut mit Pflanzenschutzmitteln, Biologie, Botanik und so weiter auskennt, entsprechend beurteilen. Und mit jemand meine ich gleich eine ganze Gruppe von Leuten, die da halt eben Experten sind. Das wäre so das, wie ich mir das vorstelle. Außer die Grünen und die Linke, die es verbieten will, sagt da keine Partei was dazu. Die Moore will die CDU, CSU, sagt nichts. Die SPD will sie schützen, wieder vernässen und findet sie wichtig als CO2-Speicher. Als CO2-Speicher sind sie in der Tat wichtig, insbesondere nicht deswegen, weil sie in Zukunft so viel CO2 speichern werden. Moore wachsen sehr langsam. Das ist eine gewisse Senke, aber eine sehr langsame. Das wird uns also nicht retten, wenn wir jetzt sagen, oh, wir brauchen mehr Moore, dann sind wir gerettet. Wichtig hingegen ist, dass wir die vorhandenen Moore nicht noch weiter entwässern, beziehungsweise wenn man sie entwässert, dann wird die Biomasse, die im Moor drin ist, eben entsprechend frei zum Abbau, wird bakteriell abgebaut und das entsprechend dabei frei werdende CO2 ab in die Atmosphäre, und das ist ein Problem. Und was aktuell aus den Mooren so rausdampft, sagen jetzt ein paar der Parteien, ich weiß nicht mehr genau, welche es war, ich meine, es wäre die Linke gewesen, sagen, das sei 5% der CO2-Emissionen von Deutschland. Da aus dem Moor übrigens auch Methan rausgasen kann, das ist 200 Mal so potent. Oder glaube ich 200, weiß ich nicht genau die Zahl, aber sehr viel potenter als einfaches CO2. Ja? Das heißt, deswegen wäre es wichtig, die Entwässerung bzw. den Abbau von Mooren aufzuhalten. Das macht auch die SPD, sie will sie eben schützen, sie will sie wieder vernässen, gut ist. Die Grünen sind ein bisschen konkreter, sie wollen Entwässerung stoppen, Torfabbau verbieten, Paludikultur stärken und Moore renaturieren. Wo ist jetzt der Unterschied? Naja, Entwässerung stoppen, das ist ungefähr gleichbedeutend mit schützen. Würde ich mehr oder weniger sagen. Ja. Das ist also insbesondere, aber es ist auch ganz interessant, ja. Also Entwässerung stoppen ist nicht zwingend gleichbedeutend mit, wir machen die Käseglocke drauf und keiner darf mehr ins Moor. Schützen könnte, würde ich eher als, wir machen die Käseglocke drauf und keiner darf mehr ins Moor interpretieren. Ja. Das kann man sich natürlich streiten, was bedeuten soll, insbesondere im Kontext der jeweiligen Partei. Aber Entwässerung stoppen klingt erstmal für mich sympathischer als ein einfaches Schützen, was immer das sein soll. Torfabbau verbieten halte ich für dringend notwendig. Die Grünen sind in dem Punkt die einzige Partei, die sagt, Torfabbau wollen wir in Zukunft verbieten. Es gibt keinen logisch nachvollziehbaren Grund, weshalb man ein Produkt, das einen Meter in 1000 Jahren wächst, noch weiter nutzt. Das ist also so langsam wachsend, insbesondere der Hochmoortorf, dass eine nachhaltige Nutzung von dem Zeug quasi ausgeschlossen ist. Zumal wir in der Vergangenheit eh so viel davon genutzt haben, dass wir jetzt erstmal die nächsten 2.000-3.000 Jahre den Torf wieder aufbauen lassen müssten, bevor wir dann über eine nachhaltige Nutzung von ganz wenig Torf pro Jahr theoretisch nachdenken könnten. Und bis dahin gibt es hoffentlich Technologien, die die Nutzung von Torf vollständig überflüssig machen. Ist sie auch heute in vielerlei Hinsicht schon. Torf wird vor allen Dingen immer noch in Blumenerde verwendet. Wer also den Mooren was Gutes tun möchte, kauft torffreie Blumenerde. Die ist um ein Vielfaches teurer, aber ja, man rettet damit tatsächlich die Moore. Also wenn kein wirtschaftliches Interesse auch mehr an der Torfnutzung vorhanden ist, dann braucht man auch nicht mal ein Verbot, sondern dann verläuft sich das von alleine im Sande, hoffe ich zumindest. Aber ein Verbot kann ehrlich gesagt nicht schaden. Also vom Verbot von Torfabbau, da bin ich ein Fan von. Das finde ich absolut richtig. Das brauchen wir nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Torf ist nicht mehr notwendig. Will man Whisky haben, jetzt die Whisky-Freunde unter uns, da wird die Gerste ja gerne im Torffeuer entsprechend ein bisschen angeröstet, damit dann dieses torfige Aroma im Whisky landet. Das kann man auch mit dem bisschen Torf, den man nachhaltig nutzen kann, vollumfänglich machen. Ja? Also so viel Torf brauchen wir für Whisky, für Scotch nicht. Das ist machbar. Und dann kommt nämlich jetzt eben diese Paludikultur ins Spiel. Das ist
das können wir jetzt nicht lange ausführen, aber das ist eben tatsächlich die Wirtschaftsform für sehr nasse, moorige Standorte, auf denen man trotzdem noch einen gewissen Ertrag gewinnen kann. Zum Beispiel kann man da Schilf nutzen, Schilfrohr, um dann historische Rieddächer zum Beispiel damit zu decken oder für sonstige lustige Sachen als Dämmmaterial, eine Schilfdämmmatte in Häuser einbauen oder sonst wie. Also das wäre nur so ein Beispiel, wie man dann eine solche vermoorte oder moorige, sage ich jetzt mal, Landschaft nutzen kann, ohne sie gleich dafür entwässern zu müssen. Weil darum geht's. Die Alternative wäre, du machst einen Entwässerungsgraben und kriegst normale landwirtschaftliche Nutzfläche und baust da meinetwegen Mais an. Ja, unter genügend Dünger funktioniert das dann wahrscheinlich auch. Also Paludikultur ist eben so eine Möglichkeit, wie man, ohne jetzt gleich auf die Nutzung 100% zu verzichten, trotzdem den Erhalt einer solchen Feuchtlandschaft sicherstellen kann, halte ich für hochgradig zukunftsfähig, auch für sehr, sehr wichtig, dass man in Zukunft viel mehr über solche Methoden nachdenkt, die man eben schützen und nützen miteinander vereinen kann, weil immer nur schützen, dann wird die Nutzfläche knapp, immer nur nützen, dann sind wir am Arsch. Und irgendwo dazwischen einen Kompromiss finden, ist auf manchen Flächen sicherlich die beste Lösung. Denke ich. FDP sagt nichts und die Linke möchte erhalten, wiedervernässen und renaturieren. Ist mehr oder weniger dasselbe, was die SPD aussagt, außer dass sie jetzt den Punkt renaturieren nochmal explizit nennt. Ja, SPD schützen und wiedervernässen, dann renaturiert sie es allerdings auch von alleine. Und ob man jetzt zusätzlich noch weitere Renaturierungsmaßnahmen betreibt, nachdem man schon wiedervernässt hat, manchmal zu viel. Also ein Moor, das austrocknet, weil Kanäle durchgezogen wurden. Dann stopfst du die Kanäle wieder zu und das Moor wird wieder feuchter und beginnt wieder sich wassermäßig vollzusaugen und dann reicht das. Mehr eingreifen halte ich für in vielen Fällen für falsch, aber ich bin jetzt auch kein ausgesprochener Moorrenaturierungsexperte. Die gibt's, ja, vielleicht schaut einer zu. Herzlichen Gruß. Ich weiß, dass hin und wieder einer zuschaut. Möglicherweise dazu ein Kommentar, wenn da Lust besteht. So, grüne Korridore. Das ist zwar in den Parteiprogrammen ein relativ kleiner Punkt, ist aber für die tatsächliche ökologische Relevanz für Wald- und Umweltpolitik ein gigantisch großer Punkt. Es gibt drei große Punkte, an denen wir wirklich Innovationen notwendig hätten in Umwelt- und Waldpolitik. Punkt 1, grüne Korridore. Punkt 2, möglicherweise Wertschätzung bzw. Einpreisung von Ökosystemdienstleistungen, das kommt dann später. Und Punkt 3, tatsächlich Anpassung des Waldes an den Klimawandel. Ja? Der dritte Punkt, den kennt jeder, das ist in aller Munde. Die anderen zwei, die sind auch wirklich wichtig, vielleicht nicht so wichtig wie der dritte, aber die werden schnell vergessen. So, und dazu haben lediglich zwei Parteien irgendwas im Programm zu den grünen Korridoren, nämlich die Grünen wollen es ausweiten und die Linke will es ausweiten. Kurzer Punkt. Was sind grüne Korridore? Das wäre zum Beispiel eine Grünbrücke über die Autobahn. Das wären Grünstreifen, breite Grünstreifen durch sehr große Agrarlandschaften, wo man wirklich sagt, da zieht sich jetzt durch die Feldlandschaft von Niedersachsen zum Beispiel. Ne? Nicht, dass das schlecht wäre, dass da viele Felder sind. Irgendwo müssen sie ja sein. Und da ziehen wir jetzt einen 300 Meter breiten Waldbusch, Grünlandstreifen, der nicht bewirtschaftet wird, durch und wann immer da eine Straße durchgeht, machen wir die Straße wahlweise mit einem kleinen Tunnel unten durch oder mit einer kleinen Brücke oben drüber oder alternativ, wir bauen tatsächlich, wenn es eine große Straße ist, die schon Bestand hat, wirklich eine Grünbrücke über die Straße drüber, insbesondere bei einer Autobahn. Ja, das wäre dann also so ein möglicher Korridor, über den diverse große Wildtiere, weil für dieses wirklich ein Problem in unserer zersiedelten und vor allen Dingen zerstraßten Landschaft von A nach B zu kommen und damit den Genaustausch zwischen den einzelnen Populationen aufrechtzuerhalten, was extrem wichtig ist, siehe Rotwild, dazu habe ich schon häufiger was erzählt, das Rotwild ist meiner Meinung nach vom Aussterben bedroht, nicht weil es zu viel geschossen wird, nicht weil es nichts zu fressen hat, sondern weil eben der genetische Austausch unter den Populationen nicht möglich ist, weil die alle auf dem gleichen Fleck hocken und nirgendwo hingehen können, weil sobald sie da losgehen, sind sie auch schon tot.
Ich würde übrigens sofort denjenigen wählen, der verbietet, dass irgendwelche Sportflieger in der Regen rumfliegen dürfen. Ja, fliegen nur, wenn Rettung, wenn ganz viele Leute im Flugzeug und das wenigstens halbwegs effizient ist, sonst nicht. Von mir aus noch zu militärischen Zwecken. Das würde ich sofort unterschreiben. Ich finde das so nervig. Da fliegt irgendeiner rum, der sich jetzt geil fühlt, weil er rumfliegen kann und geht jedem anderen, der hier irgendwo an einem ruhigen Ort sitzen möchte, auf den Sack. Zu seiner persönlichen Selbstbeweihräucherung. So ein bisschen so ähnlich wie mit den Motorradfahrern. In einem etwas weniger schlimmen Maßstab, aber ein bisschen so ähnlich. Zumal man Motorrad theoretisch auch langsam fahren könnte, aber das will scheinbar keiner. Was heißt langsam? Leise, so rum. Technisch wäre das möglich, das zumindest deutlich zu reduzieren und nicht extra laut rumzufahren und so weiter. Anderes Thema. Ihr wisst das, wer mir schon lange zuguckt, weiß, dass ich damit meine Schwierigkeiten habe mit Lärm, der bis in die Natur vordringt. Gut, Wildnisflächen. Wildnisflächen, das ist so quasi das, was die Zukunft von Nationalparken, Naturschutzgebieten, sonstige aus der Nutzung genommene Flächen, in denen die Natur jetzt das Sagen hat, angeht. Ja, dieser Punkt. Dazu haben drei Parteien was zu sagen, Grüne, FDP und Linke. Die Grünen wollen die 2% endlich mal erreichen, die versprochen wurden. Bis 2020 hätten es 2% der deutschen Landesfläche sein sollen, die Wildnisgebiet werden sollen. Das hat nicht funktioniert. Wer hat's verbockt? CDU und SPD. Man muss halt die Regierung, die Amtierende, für sowas verantwortlich machen, weil die hätten sich um die Umsetzung kümmern müssen. Haben sie nicht. Ja? Also, wenn wir sagen können, welche Partei, zumindest wenn wir uns jetzt auf Parteienebene bewegen, das verbockt hat, dann waren es die. Die Grünen wollen jetzt also diese 2% zügig erreichen. Was ich bemerkenswert finde, es bleibt bei den 2%. Sie wollen gar nicht mehr. Naturschutzverbände wollen häufig 5% haben. Da gab es immer mal wieder die Forderung nach 5% und halt eben nach der Umsetzung von endlich diesen 2%, die man da endlich haben möchte. Und das ist natürlich immer noch viel zu wenig und so weiter. Da kann man jetzt ja, sich wunderbar streiten. Das ist auch ein Streit, der schon sehr lange geführt wird, um eben genau diese Zahl. Ich persönlich finde 2% tatsächlich das Minimum, was wirklich sein muss. Da bin ich voll dabei. Dass das noch nicht erreicht ist, ist peinlich. Es lag vor allen Dingen auch an bürokratischen Hürden, an Problemen, wo jemand ein Grundstück nicht verkaufen wollte, an fehlender Kompetenz, an langen Diskussionen, welche Fläche man denn jetzt nun am besten dafür nimmt. Weil du kannst nicht einfach irgendeine Wiese nehmen, die hier wäre jetzt ökologisch wertvoll, das ist auch ein Naturschutzgebiet. Ich darf hier trotzdem sitzen. Ich sitze auf einer Bank und da führt ein kleiner Weg hin, alles gut. Ja? Aber irgendeine Wiese, da ist der naturschutzfachliche Mehrwert von aus der Nutzung nehmen eben nicht besonders hoch. Nimmt man eine sehr wertvolle Wiese mit vielen Arten, irgendwelchen Orchideen drauf zum Beispiel und entsprechenden Schmetterlingen meinetwegen, aus der Nutzung, hat man viel mehr gewonnen. Ja, und drum wird da eben viel diskutiert, was ist denn die bestmöglichste Fläche, die man für diesen Zweck nehmen kann. Und die bestmöglichste Fläche ist gleichzeitig noch diejenige, die wirtschaftlich am wenigsten interessant ist, weil das ja bis in alle Ewigkeit aus der Nutzung genommen werden soll. Ist also nicht ganz trivial. Das heißt, es ist Meckern auf hohem Niveau, wenn man jetzt sagt, CDU, SPD, ob das nicht hinbekommen. Nicht hinbekommen haben sie es trotzdem deswegen nicht. Ja? Auch wenn es nicht einfach ist, das zu machen. Ich vermute, weil das eben nicht einfach ist und sich der Realo der Grünen da durchgesetzt hat, ist man bei dem 2%-Ziel geblieben, weil nachher scheitert man, wenn man versucht, jetzt 3 oder 4 oder 5% daraus machen zu wollen. Die Fläche muss man erstmal finden. Das wäre sehr, sehr schwierig. 2% erweist sich schon als sehr schwierig. 3% halte ich noch für irgendwie möglich, wenn man es unbedingt möchte. Mehr wird unrealistisch. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, jedenfalls nicht, ohne größere Enteignungen tatsächlich durchführen zu müssen. Das will man wohl offensichtlich auch nicht, zumindest nicht, wenn man nicht die Linke ist. Bei denen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich damit ein Problem hätten. Das soll jetzt auch kein Linken-Bashing sein, aber es geht halt wirklich aus dem Text, den sie so schreiben, hervor, dass das durchaus, es steht wirklich auch so drin, dass sie gerne hätten, dass Natur in der öffentlichen Hand sein soll und sie wollen also auch gerne
Naturflächen verstaatlichen sozusagen. Teilweise dann auch wiederum allerdings zurückgeben an, dazu kommen wir gleich, aber erstmal kurz die FDP, die findet, dass Vertragsnaturschutz ein gerechtes Instrument für solche Fragestellungen ist. Da haben sie auch recht, das ist es. Das ist vielleicht nicht das Einzige, aber es ist ein gutes. Vertragsnaturschutz heißt, jemand hat eine Fläche, die ist ökologisch wertvoll, biodiversitätstechnisch hoch dran und was Tolles, und damit das so bleibt, muss man da regelmäßig mit den Schafen drüber rennen, damit die Schafe das Gras entsprechend kurz halten und eine gewisse Menge Dünger, nicht viel, aber eine gewisse Menge Dünger drauf fallen lassen. So, und demjenigen, der das macht mit seinen Schafen und dem möglicherweise die Fläche gehört oder halt beiden, wenn der Schafmensch wer anders ist als demjenigen, dem die Fläche gehört, der Schäfer, Entschuldigung, die Schäferin, dann kriegen die beide einen kleinen Obolus für eben ihre Arbeit. Es gibt also einen Vertrag, die kümmern sich um den Naturschutz. Wir, die wir was davon haben, also die Gesellschaft, wir alle, wir zahlen denen dafür ein bisschen Geld. Auf gut Deutsch, die kriegen ein bisschen was von Steuer, vom Steuertöpflein und sorgen für uns dafür, dass wir da eine schöne Naturlandschaft haben. Eine sehr faire Angelegenheit, gebe ich der FDP vollkommen recht. Ein paar zusätzliche Flächen, die man eben auch so aus der Nutzung nimmt, wo kein Vertragsnaturschutz dahinter steht, finde ich trotzdem auch wichtig. Wobei die FDP nicht sagt, dass sie die andere Sache nicht haben will. Sie sagt lediglich nur, dass sie eben Vertragsnaturschutz besonders fair findet. Stimmt ja auch. Gut. Aber vielleicht will sie auch nicht mehr Fläche aus der Nutzung haben. Das kann man der FDP sicherlich unterstellen, ohne sich allzu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen. Aber explizit sagen, tun sie es zumindest nicht im Wahlprogramm. Ja, wäre auch recht unbeliebt wahrscheinlich. So, die Linke jetzt aber. Die wollen erstens mal ein Biodiversitätsmonitoring und wollen das auch bezahlen. Soll heißen, in Deutschland soll in komplett Deutschland überall regelmäßig geguckt werden von Experten, wie viel Biodiversität haben wir denn da überhaupt. Das ist für mich als gelernten Wissenschaftler natürlich hochgradig interessant. Und da kommen bestimmt Daten bei rum, die super spannend sind. Das muss ich jetzt persönlich einfach toll finden. Ob wir das jetzt objektiv betrachtet unbedingt brauchen und vor allen Dingen in so einem Ausmaß, wie es hier jetzt vorgeschlagen ist, das darf bezweifelt werden. Ganz viel passiert da schon auf freiwilliger Basis. Ein Beispiel ist die Stunde der Gartenvögel vom NABU, macht das, glaube ich, wo man einfach public Vogelzählen geht. Jeder, der Lust hat mitzumachen, geht raus und zählt eine Stunde lang Vögel, beziehungsweise guckt mal, welche Vögel er so entdecken kann, hören kann, sehen kann. Muss man natürlich auch wissen, wie das geht und so weiter. Aber dadurch haben wir kostenlos einmal im Jahr einen recht guten Wert, wie denn gerade mit den Vögeln die Situation so einigermaßen ist. Mit sowas kann man schon sehr, sehr gut arbeiten. Da gibt es noch andere Systeme, die auf Ähnlichem basieren, die auch schon da sind. Daher ist vielleicht keine so richtig wahnsinnige Notwendigkeit dieses Biodiversitätsmonitorings gegeben, wobei natürlich aus der wissenschaftlichen Sicht ist das schon schön. Naturschutzflächen sollen an Verbände als Erbpacht übergeben werden. Das soll also heißen, nicht mehr der Staat, im Regelfall ist es ja der Staat, der dafür zuständig ist, sich um Naturschutzflächen zu kümmern, also diese Wildnis von morgen und so ein Zeug, sondern da sollen sich jetzt NABU, Greenpeace, was auch immer, entsprechend drum kümmern und dafür eben das Ding pachten und das bis in alle Ewigkeit. Und die Pacht, wenn sie ausläuft, nochmal die Pacht machen dürfen und immer so weiter und immer so weiter. Da bin ich schlicht und ergreifend sehr dagegen. Insofern hat die Linke definitiv recht, dass Naturschutz und solche Naturflächen dem Allgemeinwohl dienen sollen. Erstens mal der Natur und zweitens aber auch unser aller Wohl, weil die Natur eben, ja, die Natur, die ist als großes Ganzes. Ja, ja, das wisst ihr, das ist diese Esoterik-Geschichte, da muss ich mich hin und wieder mal zwischendurch drüber aufregen. Aber natürlich sich entwickelnde Landschaft stellt gewisse Ökosystemdienstleistungen bereit, sprich die macht gute Luft, die schützt Artenvielfalt, die schützt den Boden, die stellt möglicherweise Dinge bereit, von denen wir heute noch gar nichts ahnen, neue Pflanzen, mit denen wir neue Medikamente herstellen können beispielsweise und wir wissen es nicht, all sowas, und darum brauchen wir solche Flächen, die haben also auch einen ganz klaren praktischen Nutzen für den Menschen und da möchte ich nicht, dass irgendein Verband, der aus gewählten Mitgliedern oder freiwilligen Mitgliedern oder sonstigen Hanseles besteht,
die da reinkommen, da die Kontrolle übernimmt, sondern, und übrigens die meisten davon Laien, sondern ich hätte da gerne wirklich ausgewiesene Experten, die dafür zuständig sind. Sprich, so traditionell bin ich dann doch. Also ein Amt oder irgendwas, was letztendlich der staatlichen Kontrolle unterliegt. Und da arbeiten bitte Landschaftsökologen, Forstwissenschaftler, Biologen, sonstige Naturschutzfachkräfte, Menschen, die das gelernt haben, nicht interessierte Laien. Also interessierte Laien dürfen gerne mithelfen und dürfen dann als ausführender Arm, sind die ganz wichtig, auf freiwilliger Basis und alles pipapo, aber die jetzt endlichen Entscheidungen treffen, möchte ich gerne, dass das Fachleute machen, und die einzige Instanz, die dann die noch kontrollieren kann, da bleibt halt nur noch ein Staat übrig. Wer soll das denn sonst machen? Ich... Hoffentlich nicht. So, dementsprechend, da bin ich ganz klar dagegen. So, und dann wollen sie noch mehr als 2% Wildnis haben. Die Grünen wollen die 2% erstmal erreichen. Die Linke will mehr. Sie sagt zwar nicht, wie viel mehr, aber sie will mehr. Wir hatten schon gesagt, das ist sehr schwierig umzusetzen, aber ja, ein hehres Ziel. Das auf jeden Fall. Also ein hehres Ziel ist es. Gut, Wald-Naturschutz, das ist jetzt der Punkt, wo es darum geht, konkret Maßnahmen im Wald. Das war jetzt allgemein deutschlandweit mehr Wildnis, also auch Wiese, jetzt konkret auf den Wald bezogen, weil der Wald ist mir halt wichtig, darum habe ich dann extra Thema draus gemacht. Da haben die Grünen als einzige Partei ein konkretes Ziel und wollen 5% der Waldfläche aus der Nutzung nehmen. Das klingt jetzt erstmal total toll, super Grüne, dass ihr das machen wollt. Das ist aber auch nicht weiter dramatisch, beziehungsweise innerhalb der Forstwissenschaft ein ziemlicher Konsens, dass wir 5% relativ locker aus der Nutzung nehmen können. Das sind dann unwirtschaftliche Steilhänge, Geröllfelder, die ohnehin schon aus der Nutzung zu nehmenden Gebiete im Rahmen vom Trittstein-Naturschutz wie Waldrefugien, Habitatbaumgruppen, einzelne Habitatbäume und. Das sind alles nur ganz kleine Flächen, aber wenn man die alle zusammen summiert, dann hat man diese 5% relativ schnell zusammen. Ohne dass die Forstwirtschaft da nennenswert drunter leiden muss. Trotzdem großer ökologischer Nutzen, prima Sache, dass das mal gesetzlich festgeschrieben wird und ein bisschen fixiert wird, da hätte ich nichts dagegen. Von daher finde ich das einen guten Plan, wobei man auch der Fairness halber eben sagen muss, das ist jetzt keine unglaublich neue Idee und super revolutionär, sondern befindet sich auch nach und nach, gerade auf Bundeslandebene, in vielen Bundesländern ist es schon umgesetzt oder darüber hinaus umgesetzt, oder befindet sich gerade in der Umsetzung. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Rennen von offenen Türen, die man dann aber halt eben verkeilt und offen hält. So kann ich mir das ungefähr vorstellen, würde ich zumindest so interpretieren wollen. Die FDP möchte gerne die Stilllegung auf unwirtschaftliche Gebiete forcieren. Das macht momentan die Forstwirtschaft sowieso, beziehungsweise die entsprechenden Behörden, die da Gebiete raussuchen, die gucken auch immer, dass das möglichst unwirtschaftlich ist. Das ist ein wichtiges Kriterium, es ist nicht das Wichtigste, dass es ein wichtiges Kriterium bleibt, ist abzusehen, dass die FDP da nochmal extra drauf hinweist, passt gut zur FDP und schadet auf keinen Fall, ist in Ordnung. Ne? Ist aber auch so ein bisschen Einrennen von offenen Türen, ähnlich wie bei den Grünen. Dann, die Linke möchte gerne verbindlichen Naturschutz- und Biodiversitätsziele, also Naturschutzziele und Biodiversitätsziele, und will dafür mehr Personal vor allen Dingen auch zur Überprüfung bereitstellen. Das ist natürlich ein bisschen unkonkret, ja, mehr. Wie viel mehr ist denn mehr? Und wo das Personal herkommen soll, da muss man natürlich immer fragen, beziehungsweise kann man immer fragen, ja, wo wollen sie denn, wie wollen sie denn das bezahlen? Klimaschutz ist auch schon teuer. Und darum wäre ich gerade im weiteren Bereich von Umwelt- und Waldpolitik vorsichtig, wenn es was ist, was ganz viel Geld kosten soll. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass zumindest Teile unserer Politik auf die Idee kommen, das alles in einen Topf zu werfen, Klimaschutz plus Umwelt- und Naturschutz plus Waldschutz plus Forstwirtschaft als solche, Erhalt der Wälder etc. pp. Und dafür dann nur einen Topf Geld oder zumindest einen zusammenhängenden Topf Geld zur Verfügung stellen. Und ich glaube, es wäre auf keinen Fall verkehrt, wenn wir versuchen, Dinge umzusetzen, die nicht so teuer sind, wenn es darum geht, wie wir in Zukunft Naturschutz und Waldwirtschaft und Wald generell verbessern wollen. Und ja, das ist halt ein bisschen
das ist mir zu Larifari. Ja, ein verbindliche Naturschutz- und Biodiversitätsziele. Ja, welche? Das kann ich als wissenschaftlich Ausgebildeter, ist mir das viel zu vage. Das kann alles sein. Deshalb erstmal, was soll ich damit? So, in diese Richtung. Flächenversiegelung. Flächenversiegelung habe ich vergessen zu erwähnen bei den drei großen Punkten. Es gibt noch einen vierten. Das ist tatsächlich die Flächenversiegelung. Heißt, sobald du irgendein Stück Land mit Beton zukippst, dann ist das Stück Land wertlos. Ja, das trägt nichts mehr zur Artenvielfalt, zum Klimaschutz, zum Wasserschutz, zum Bereitstellung von Nahrung, zur Biodiversität, aber Artenvielfalt hatte ich schon gesagt. Egal, das Land ist quasi nutzlos für irgendwas, was entfernt, was mit natürlicher Entwicklung zu tun hat. Ja? Und das passiert derzeit mit 58 Hektar pro Tag. Also 58 Hektar, das ist schon wirklich, wirklich viel. Zum Vergleich, ein Förster, wenn er sich's aussuchen kann, macht er 1000 Hektar als Revier und damit ist er ausgelastet. Wenn man ihn überfordern möchte oder sehr stark fordern möchte, manche Leute kriegen das auch hin, für meinen Geschmack ist es viel zu viel und da muss dringend was dran geändert werden, ist ein Förster vielleicht mal für 2000 Hektar zuständig. So, es braucht also, wenn wir jetzt mal sagen, die Zahl wäre 50, dann haben wir in 10 Tagen 500 Hektar und in 40 Tagen hast du ein komplettes Revier eines sehr, sehr fleißigen, sehr, sehr beschäftigten Försters komplett zu asphaltiert. Das nun mal so zum Vergleich, ne? In 40 Tagen bei der aktuellen Versiegelungsrate, die wir derzeit so haben. Die Zahl mag ein bisschen schwanken, die Zahl ist auch sehr schwer zu ermitteln, diese 58. Also alles nicht so einfach, da wirklich konkrete Werte zu finden. Was ist Flächenversiegelung? Ein Fußballplatz, ein Fußballstadion, ein Parkplatz dazu, ein Neubaugebiet, eine Autobahn, all so ein Zeug. Ja? Und da sich das nicht einfach abstellen lässt, dass wir keine Neubaugebiete mehr anlegen, dass wir nicht mehr bauen, dass wir keine neuen Straßen mehr bauen, dass ab sofort keine Fußballplätze meinetwegen mehr gebaut werden können, keine Parkplätze, keine Supermärkte und so weiter und so fort, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, das ist schwierig. Das kann man nicht von jetzt auf gleich einfach verbieten. Ein gewisses Wachstum in Form von Fläche ist halt eben für unsere Wirtschaft leider, es ist eine große Falle und da kommen wir auch so schnell nicht raus, aber derzeit ist es erstmal noch erforderlich. Also das jetzt von jetzt auf gleich zu verbieten, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, also man kann das schon theoretisch tun, aber das gibt einen riesen Aufschrei und das wird nicht funktionieren. Wir müssen uns da, wenn überhaupt, langsam rantasten an eine Wirtschaftsweise, die ohne weitere Flächenversiegelung auskommt. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen. Ne? zwei Parteien haben diesbezüglich zumindest Ansätze, was man da tun könnte, oder haben zumindest das Problem so weit erkannt, dass sie dazu überhaupt was zu sagen haben. Und zwar, also alle anderen Parteien sagen dazu einfach nichts. Die Grünen, die Flächenversiegelung auf unter 30 Hektar pro Tag reduzieren wollen, das ist also ungefähr eine Halbierung. Das ist ambitioniert, aber noch machbar, würde ich jetzt sagen, vom Gefühl her. Ich bin jetzt kein absoluter Experte für Flächenversiegelung, aber eine Halbierung ist schon unglaublich schwierig umzusetzen. Mehr als das ist utopisch. Halbierung vielleicht erreicht, das wird uns noch irgendwann auf den Kopf fallen. Ja? Also neben sowas solchen Dingen wie eben dem Klima ist die Flächenversiedlung sicher eines der Top-Probleme, die in Zukunft zu lösen sind. Gut, die Linke, die sagt, darf nur noch genehmigt werden, wenn gleich große Fläche entsiegelt wird. Das ist Utopie, das wird nicht passieren. Das heißt, wir könnten dann jetzt in den nächsten Jahren quasi nur noch so viel Fläche versiegeln, wie wir irgendwo an Fläche zum Entsiegeln finden. Was gibt's denn da für Flächen, die man entsiegeln könnte? Die A5. Die A8, eher schwierig. Den Supermarktparkplatz von Lidl in Gaggenau, auch eher unwahrscheinlich. Ja? Also das funktioniert nicht von jetzt auf gleich einfach so. Wo soll diese Fläche herkommen? Also im Wesentlichen sind es tatsächlich, ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, ich meine es auch echt nicht böse, aber nun mal gibt es eben tendenziell eher in den neuen Bundesländern noch so ein paar alte Industrieruinen oder sonstige Ruinen von Gebäuden, die dann noch rumstehen, die eben natürlich auch ein Fundament haben. Und da kann man dann die Fläche des Gebäudes, das sind dann halt
wenn so ein Gebäude überhaupt einen Hektar hat, wenn es ein großes Hotel hat, dann hat es vielleicht einen Hektar. Und dann kann man das eben zurückbauen und da eben eine schöne Wiese draus machen oder meinetwegen auch Bäumchen drauf pflanzen und den Parkplatz dazu nehmen wir auch noch mit. Dann haben wir meinetwegen 2 Hektar. Yay, wir haben 2 Hektar gewonnen. Aktuelle Flächenversiegelung nochmal 58 Hektar am Tag. Also es ist völlig utopisch davon auszugehen, dass man irgendwo so viel entsiegelbare Fläche herbekommt, dass man das gegenrechnen könnte. Ja? Also da müsste die Flächenversiegelung auf ein absolutes Minimum für die nächsten Jahre runter reduziert werden, danach gar keine mehr. Das geht nicht. Das ist utopisch einfach. Ja? Das wäre toll, das wäre großartig, aber das ist nicht realistisch. Nicht im Ansatz. So, Waldbewirtschaftung, das ist natürlich ein großer Punkt und der einzige Punkt in meiner Liste, zu dem alle Parteien was zu sagen haben. Wir legen auch schon los, nämlich die CDU-CSU, die möchte gerne schützen durch Nützen und startet eine Holzbauoffensive. Das ist alles. Zum Thema, wie soll die Waldbewirtschaftung der Zukunft denn aussehen? Die Forstwirtschaft der Zukunft schützen durch Nützen. Das ist ein durchaus nicht unüblicher Spruch oder irgend so ein Gedankengang in diese Richtung. Das ist ein mehr oder weniger auch weiter so wie bisher. Also sehr typisch für die CDU. Sie ist halt die Partei des weiter so. Das darf man, glaube ich, der CDU auch ohne zu lügen durchaus unterstellen, dass ein gewisses weiter so wichtig ist. In dieser Partei. So, und tatsächlich, der Fairness halber, in der Art der Waldbewirtschaftung ist ein weiter so auf jeden Fall nicht schlecht. Die Waldbewirtschaftung in Deutschland ist sehr fortgeschritten, richtet sich sehr stark, zumindest in den Wäldern, wo die Wissenschaft mitreden darf, richtet sich die Bewirtschaftung auch sehr stark nach wissenschaftlichen Kriterien aus. Das ist prima. Grundsätzlich, ihr wisst es, ich bin auch durchaus ein Fan der deutschen Forstwirtschaft in den allermeisten Fällen. Es gibt hier und da natürlich eben so ein paar Situationen, die noch verbessert werden gehören, aber ein grundsätzliches kann man mehr oder weniger so weitermachen, ist echt nicht falsch. Ja? Es ist vielleicht nicht die beste aller Lösungen und ein bisschen Innovationsbedarf zu entdecken und ein paar schöne Ideen zu haben, was man denn noch besser machen könnte, hätte mir gefallen, aber es ist nicht falsch. So, und eine Holzbauoffensive, die braucht's schlicht und ergreifend. Ja? Irgendein Förderprogramm, um Holzbau voranzubringen, halte ich für eine großartige Idee. Holz ist ein zumindest sehr fast schon vollständig klimaneutraler Baustoff im Sinne von der Energieaufwand, um einen Holzträger für ein schönes großes Gebäude herzustellen, ist sehr gering. Und wenn man dann noch die Tatsache mit einrechnet, dass man mit dem eingebauten Holz das CO2 ja langfristig aus der Atmosphäre rausholt, nämlich so lange wie das Gebäude steht, kann es sogar ein Minusgeschäft sein und eben durch Holzbau CO2 aus der Atmosphäre wieder rausgeholt werden. Das ist also was ganz, 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 ganz Wichtiges für die Zukunft und da bin ich ein großer Fan von. Von daher, das ist schon in Ordnung, was die CDU hier so zu sagt. An dem Punkt müssen wir auch noch ganz kurz darauf eingehen, da es halt eben nun mal die regierende Partei gewesen ist, die letzten lange Zeit. Also Ära Merkel, ne? 16 Jahre meines Wissens auch, oder? Ja, doch schon, ne? Ja, und zuletzt war zuständig Nestle Julia. Nestle Julia mag Nestle Julia sein und ich mag Nestle Julia auch wirklich nicht leiden, zumal ich auch Nestle überhaupt nicht leiden kann. Und diverse andere Sachen im Agrarsektor waren auch nicht so toll und was im Bereich Verbraucherschutz passiert ist. Also da kann man schon durchaus der Meinung sein, dass das nicht ganz optimal gelaufen ist, vorsichtig ausgedrückt. Wer jetzt sagt, das war toll, von mir aus auch das, ist alles, ist mir egal, schlicht und ergreifend. Aber bei der Waldpolitik hat sie schön brav gemacht, was ihre Berater ihr gesagt haben und ihre Berater sind quasi ja so Leute wie ich, nur halt noch ein bisschen höher dekoriert als ich. Und ich kann mich im Großen und Ganzen da wirklich anschließen, dass das, was ihre Berater gesagt haben, das passt so, das hätte ich auch gesagt. Vielleicht nicht alles davon, vielleicht manches ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen passt das schon so. Und das hat sie tatsächlich so alles umgesetzt, wie ihr das gesagt worden ist. Oder vielleicht ist es auch von alleine drauf gekommen, das weiß ich nicht, könnte auch sein. Ich glaube es zwar nicht, aber möglich wäre es. Man darf der Frau ja nichts unterstellen, was...
was man nicht beweisen kann. Aber durch eben die gute Beratung und die Tatsache, dass sie sich daran gehalten hat, aus welchem Grund auch immer, ist die Forstwirtschaftspolitik der CDU der letzten Jahre zumindest mal ganz in Ordnung. Da wird es jetzt einzelne Waldbesitzer geben, die bestimmt schreien, nein, ist furchtbar. Und es wird einzelne Waldbesitzerverbände geben und vielleicht einige sonstige Vertreter der Forstwirtschaft, die sagen, ja, aber hieran fehlt's und daran fehlt's und so weiter und so fort. Das liegt natürlich der Sache, man muss schimpfen, sonst kriegt man nichts. Im Großen und Ganzen aus meiner Perspektive, der ich da recht neutral drauf gucke, weil ich habe nichts davon, wenn die Wälder irgendwie mehr Geld bringen oder weniger Geld bringen. Ich habe ja keinen, das betrifft mich alles nicht. Ich gucke mir das von außen an. Zwar kenne ich mich damit aus, aber ja, so wirtschaftliche Aspekte betreffen mich nur theoretisch. Und aus dieser Sicht muss ich sagen, das war schon ganz in Ordnung. Ja, so. In allen anderen Bereichen, wie gesagt, darf man die Julia gerne nicht mögen oder nicht einverstanden sein mit ihrer Arbeit. Das hat ja auch nichts mit der persönlichen Sympathie für Frau Klöckner zu tun. Gar nicht. Ja, also das sollte man schon voneinander trennen. Gut, so viel zur CDU. Bei der SPD muss man sagen, die ist so, dadurch, dass sie ja auch mitregiert hat, so ein bisschen auch ebenfalls in diesem Bereich beteiligt. Da will ich ja so ein gewisses Mitmachen unterstellen wollen. Und die schreiben jetzt Folgendes: Die wollen die Wälder erhalten und zukunftssicher machen und sie als Kohlenstoffsenke nutzen. Und das ist jetzt ein relativ langes Zitat aus meiner Tabelle. Aber tatsächlich auch schon alles, was zum Wald bei der SPD drinsteht. Das ist ein sehr, sehr kurzer Abschnitt. Das plus, minus, wir haben aus dem Bundeswaldgesetz abgeschrieben, was da drin steht, was der Zweck von den Wäldern ist. Mehr oder weniger. Das ist bei der CDU nicht anders, aber eben durch die Tatsache, dass wir wissen, was sie bisher so getrieben haben, dass wir nicht nur uns darauf verlassen müssen, was sagen sie, was sie in der Zukunft machen, sondern wir wissen auch, was haben sie bisher gemacht. Also auch vielleicht in diesem Bereich ein, ist ganz okay. Zu mehr lasse ich mich nicht hinreißen. Gut, die Grünen haben da nur wenig, was die Bewirtschaftung bzw. die Forstwirtschaft angeht. Und zwar soll naturnahe Waldwirtschaft gesetzlich fixiert werden. Das ist tatsächlich derzeit noch nicht wirklich so. Es ist eine Empfehlung, das ist ein gewisses, zu einem gewissen Maß schon auch irgendwo zwischen den Zeilen zu lesen, dass sich das so gewünscht wird. Aber bestimmte Maßnahmen, die besonders naturnah wären oder sowas, sind nicht vorgeschrieben. Auf gut Deutsch, wenn jemand tatsächlich den Schuss nicht gehört hat und jetzt auf die Idee kommt, nochmal Fichte im Reinbestand irgendwo auf einen trockenen Boden in 100 Metern Meereshöhe hinstellen zu wollen, wo es dann schön warm wird und der Borkenkäfer alles auffrisst, der darf das. Das darf der tatsächlich unter gewissen Bedingungen noch tun. Und wenn zum Beispiel das, ich weiß ja nicht, was sie da genau ins Gesetz schreiben wollen, aber wenn sowas dabei wäre, wäre es auf jeden Fall eine Verbesserung. Wenn sie hingegen Zeug ins Gesetz schreiben, das nicht notwendig ist, dann ist das aus meiner Sicht eine Einschränkung der waldbauerischen Freiheit, die in vielen Fällen schlecht ist. Also eine gewisse Experimentierfreudigkeit, eine gewisse Offenheit zu unterschiedlichen Formen der Waldentwicklung, auch zu unterschiedlichen Formen der Waldbewirtschaftung, ist für, ja, auch für die Forstwissenschaft vor allen Dingen natürlich auch sehr wichtig. Und gerade da wir nicht wissen, wie sich die Wälder in der Zukunft entwickeln, ist Vielfalt das Einzige, wo wir uns sicher sein können, dass das hilft. Ja, bei anderen Sachen können wir hoffen, dass sie helfen. Bei Vielfalt ist das Einzige, wo wir wirklich sicher sagen können, das ist auf keinen Fall verkehrt. Daher Gesetze, ja, von mir aus, aber nicht solche, die eben die Vielfältigkeit der Waldbewirtschaftung einschränken. FDP, die will tatsächlich mehr Wald. Das ist die eine Partei, die sagt, wir wollen mehr Wald. Auch international wollen sie mehr Wald. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wo habe ich denn das aufgeschrieben? Bei internationale Forstwirtschaft, ja, da kommen wir nachher noch dazu. Aber das finde ich schon mal schön. Also das ist natürlich, ja, das gefällt mir logischerweise. Ja, mehr Wald klingt toll. Bisschen mehr Wald ist auch sicherlich möglich in Deutschland. Ich denke mal, dass wir bei einer Waldfläche von 35% der Landesfläche ungefähr den Zenit erreicht haben. Viel mehr Waldfläche wird schwierig umzusetzen, weil ja auch noch Land für andere Sachen gebraucht wird. Zumindest objektiv gebraucht wird.
potenziell würde ich schon sagen, wir können auch 40% Wald durchaus verkraften, aber das ist Quatsch. Ja, also objektiv betrachtet ist wahrscheinlich bei 35% die Grenze. Wir hatten fast 33% vor 2018. Wie viel wir jetzt noch haben? Weniger. Die Prozentzahl kann ich gerade aktuell nicht angeben. Aber das ist schon wirklich ein massives Loch, was jetzt im Wald drin ist. Wirklich ein massives Loch. Wobei die Fläche rein rechtlich gesehen, das ist schon noch Wald. Ja, das wird sich auch wieder zu Wald entwickeln. Und auch wenn wir nichts machen, wachsen da irgendwann wieder Bäume. So gesehen haben wir keinen Wald verloren, aber wir haben halt eben das, was nach Wald aussieht, verloren. Und haben jetzt Wald mit so hohen Bäumchen. Und für die allermeisten Leute und auch durchaus für die Praxis und die Funktion, die ein Wald so erfüllen muss, ist es halt eben nicht egal, ob die Bäume gerade so hoch sind oder 40 Meter. Gut, also mehr Wald. Dann wollen sie multifunktionale Waldwirtschaft. Das klingt jetzt so, als ob das was ganz fancy und modernes wäre, aber auch das ist letztendlich nur ein anderes Wort für weiter so, denn die Forstwirtschaft, die zentralen drei Säulen der Forstwirtschaft bzw. der Waldpolitik, wenn man so sagen möchte, sind Nutzfunktion, Schutzfunktion, Erholungsfunktion. Und diese drei Dinger zusammen sind im Grunde auch wieder nichts anderes als die multifunktionale Waldwirtschaft. Allerdings, der Fairness halber, die FDP hat Waldwirtschaft so auch wirklich mal reingeschrieben. Das Wort Wirtschaft wird von den meisten anderen Parteien, wenn ich es nicht völlig überlesen habe, ich bin ja auch nicht Jesus, mehr oder weniger ausgeklammert. Dass man also die Tatsache, dass Wälder bewirtschaftet werden, am besten gar nicht erst erwähnt. Das hat so einen Beigeschmack. Ne? Das ist Wirtschaftswald. Das kann ja nur scheiße sein. Ne? Und ja, die FDP ist da so frech und sagt das tatsächlich. Und das finde ich gut. Das ist aber mehr so was Emotionales, weniger ein Grund, weshalb man so unbedingt deswegen wählen müsste. Außer ihr sagt jetzt, das finde ich total wichtig. Ja, ist ja eure Entscheidung. Außerdem bekennt sie sich zur Schadholzbergung und Schädlingsbekämpfung. Das sind zwei durchaus wichtige Punkte, die sehr umstritten sind, insbesondere in der Gesellschaft, weniger in der Forstwirtschaft. Da ist das ganz klar, dass die zwei Sachen gemacht werden. Also ziemlich klar, ich würde sagen so 85% Einigkeit, dass das im Regelfall notwendig sein wird. Persönliche Wahrnehmung, ungefähre Zahlen. Aber in der Gesellschaft gibt es ja immer mehr Leute, die sagen, ach, lass doch die Bäume stehen, der Wald wächst doch von alleine nach, Stichwort Peter Wohleben, und die toten Bäume stehen lassen, die muss man da gar nicht rausholen, etc. pp. Und ja, die FDP sagt hier ganz klar, doch, die muss man rausholen, Schadholzbergung soll also standardmäßig erfolgen. Das ist in den allermeisten Fällen, ich würde sagen, so auf 65-70% der Fläche sicher richtig. Dann gibt es noch eine gewisse Fläche, wo es ein bisschen drauf ankommt und einen kleinen Teil der Fläche, wo man schon sagen kann, da kann man es tatsächlich mal stehen lassen. Wenn nicht wirtschaftliche Gründe, zum Beispiel es ist Privatwald und das bisschen Holz, was da noch steht, könnte den finanziellen Verlust, den derjenige erlitten hat, dem ja gerade der Wald verreckt ist, der geerbte Wald und er selber kann nichts dafür, dass da Fichten standen, weil es der Großvater zum Beispiel gewesen ist, dann gönne ich dem schon die finanzielle Entlastung, dass er wenigstens noch 3,80 € pro Baum bekommt, weil wieder aufforsten muss er. Dazu ist er gesetzlich verpflichtet. Daher ist das schon was, womit ich sehr gut leben kann, dass diese Schadholzbergung auch so fixiert wird, dass die halt standardmäßig zu erfolgen hat. Und auch eine Schädlingsbekämpfung, das ist jetzt deutlich kontroverser. Was meinen die damit? Meinen die damit Schädlingsbekämpfung durch Schadholzbergung? Weil wenn du die Bäume rausholst, bevor der Käfer rausfliegt, kann, der hockt da noch unter der Rinde und brütet vor sich hin, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist das auch eine Form der Schädlingsbekämpfung. Oder meinen die zum Beispiel Karateforst flüssig, ein flüssiges Insektizid, das du über den Stamm gießen kannst, so mit einem kleinen Sprüherchen, den Stamm entlanglaufen, nachdem er an der Waldstraße liegt, kippst das da drüber und dann kommt da auch kein Käfer mehr raus und es geht auch kein anderer Käfer mehr rein. Der Stamm ist dann also gerettet. Das ist effizient, das ist halt aber eben nun mal mit gewissen wenigen, vergleichsweise wenigen, aber vorhandenen, und das kann auch schon zu viel sein, je nach persönlicher Einstellung, Kollateralschäden verbunden. Das ist nämlich ein Totalinsektizid, sprich das killt alles, auch diejenigen, die man gar nicht tot haben möchte. Wenn auch eben nur im sehr kleinen Umfang, weil nur sehr kleinräumig eben auf den einzelnen Stamm beschränkt. So,
Ja, und da ist jetzt die Frage, wie ist das Bekenntnis zur Schädlingsbekämpfung zu verstehen? Als grundsätzlich alles tun, was nötig ist, oder als zumindest mal sollte es eine Schädlingsbekämpfung geben? Letzteres würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Eine radikale Schädlingsbekämpfung mit allen Mitteln als hohe Priorität, eher weniger. Aber ich glaube nicht, dass Sie das wollen, weil das nächste ist, was Sie nämlich schreiben, die FDP, ist, dass die Wirtschaft hat Rücksicht auf Natur und Erholung zu nehmen. Das klingt zumindest so, wie ich das interpretiere, dass eben alle die wirtschaftlichen Belange insoweit stattfinden, wie es halt möglich ist, wenn es eben nicht den Interessen der Natur und der Erholung zumindest massiv entgegenspricht. Das ist also alles sehr vernünftig, sehr, ja, tatsächlich wirtschaftsnah, das ist ja auch die FDP, und ich habe da nichts dran auszusetzen. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass ansonsten weiter Business as usual ist und diese paar Kleinigkeiten, die sie jetzt noch ein bisschen intensiver in die eine oder andere Richtung drücken wollen, dass ihre Ideen sind, dann ist das völlig in Ordnung. Gibt es überhaupt nichts auszusetzen. So, die Linke, die möchte den möglichen Abbau von Subventionen, das gilt grundsätzlich in sämtlicher Landbewirtschaftung, also auch in der Forstwirtschaft, viele Subventionen gibt es da nicht, aber da, wo es welche gibt, da sollen sie wohl abgebaut werden, aber das ist so gut wie nichts. Also das können wir für den Wald plus minus ignorieren, ich habe es jetzt halt mal mit aufgenommen. Naturnahe, vielfältige Mischwälder mit europäischen Arten, da muss ich jetzt leider nochmal ausholen, das kommt vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle, nämlich bei den Grünen gleich. Was heißt gleich? Also irgendwann, dann später, demnächst. und zwar, europäische Arten ist scheiße. Es kommt nicht darauf an, dass eine Art, die du bei uns hinpflanzt, um zu gucken, ob die denn möglicherweise in der Zukunft nützlich sein könnte, aus Europa kommt. Das ist vollkommen schnurzpiep egal. Wenn, dann muss die aus vergleichbaren Ökosystemen kommen. Das heißt, wenn du jetzt von der europäischen Seite von Istanbul irgendeinen Baum, der nur da wächst, nimmst und pflanzt den bei uns hin, dann ist das in Ordnung. Hingegen einen Baum aus der exakt gleichen Klimazone von zum Beispiel Japan, deutlich weiter weg als die europäische Hälfte von Istanbul, gleiche Klimazone. Ganz ähnliche Böden, ganz ähnliche Wachstumsbedingungen, da kann man fast jeden Baum, der da wächst, also den Teil Japans, den ich meine, der eben die gleiche Klimazone hat wie wir, kann man bei uns hinpflanzen und wächst. Umgekehrt funktioniert auch, kann man unsere Bäume in Japan hinpflanzen und wächst. Mindestens mal ganz okay. Manche gehen auch ein, weil irgendwas nicht passt. Aber das ist viel sinnvoller, als zu sagen, ja, Hauptsache nicht zu weit weg. Also die geografische Entfernung ist nicht ausschlaggebend. Die Nähe der Ökosysteme ist ausschlaggebend. Und wenn es darum geht, Bäume zu finden, die trockenheitsresistenter sind, dann ist es wichtig, ein Ökosystem zu nehmen, das den Anforderungen am ehesten entspricht, die wir hier in 50 Jahren haben werden. Oder hoffen oder beziehungsweise glauben oder vermuten haben zu werden. Das ist eine ganz unexakte Wissenschaft, weil wir ja nicht wissen, wie es wird. Weiß kein Mensch genau. Ja? Und schon gar nicht über den Zeitraum eines Baumlebens von 80 bis 150 Jahren im Regelfall. Seltene Ausnahmen noch länger. Und daher ist es einfach blöd und ideologiegetrieben, möchte ich jetzt an dieser Stelle unterstellen, zu sagen, das muss in Europa sein. Europa ist eine politische Einheit. Ja? Das hängt nicht mit der Natur zusammen, ja? Also mit den Eigenschaften von Boden, Klima, Relief und Wuchsbedingungen für Pflanzen. Das kratzt ihnen Scheiß, ob die gerade in der EU wachsen oder nicht. Ja? Und das ist einfach, möchte ich jetzt als Ideologie unterstellen. Das ist Blödsinn. Es gibt keinen wissenschaftlich, sachlich notwendigen Grund, weshalb man das auf Europa beschränkt. Man kann sagen, nur einheimische Bäume, das kann man zumindest sachlich begründen. Weil bei einheimischen Bäumen klar ist, dass die nicht mit irgendwelchen neuen Folgewirkungen, mit neuer Invasivität, mit neuen Schaderregern, die wir noch nicht kennen oder sonst was, wahrscheinlich nicht zu kämpfen haben werden und da einfach das Risiko auf Folgeschäden durch den Anbau geringer ist. Das ist ein Sachargument. Ja? Ich bin zwar trotzdem nicht der Meinung, dass wir nur mit heimischen Baumarten arbeiten sollten, aus Testgründen fremdländische
Baumarten auch mal anpflanzen und mal gucken, ob die sich toll entwickeln. Insbesondere, wenn es sich um solche handelt, mit denen wir schon 100 Jahre Erfahrung haben oder noch länger. Beispiel Douglasie, Beispiel Roteiche. Das ist einfach idiotisch jetzt zu sagen, okay, wir haben die jetzt zwar 150 Jahre beobachtet und die 150 Jahre passen soweit, aber jetzt aus ideologischen Gründen sagen wir, nö, jetzt sägen wir sie wieder um. Das wäre dumm, schlicht und ergreifend. Also da möchte ich vehement widersprechen. So, dann, die AfD hat auch wieder die Dreifaltigkeit drin. Nutz, Schutz, Erholungsfunktion. Und möchte Holz als Produkt fördern. Passt, ja, ist mehr oder weniger dasselbe, was die CDU auch schreibt. Und mit einem Extrapunkt, der nur der AfD wichtig ist, keine Windkraftanlagen im Wald. Warum? Wissen wir alle. So, ich mache einen kurzen Schnitt und dann geht's gleich weiter. Dass ich jetzt die AfD kurz abgehandelt habe, liegt daran, dass sie inhaltlich mehr oder weniger dasselbe macht wie die CDU, plus die Sache mit den keine Windrädern. Es macht einfach keinen Sinn, mir jetzt nochmal dasselbe zu erzählen, was ich bei der CDU erzählt habe. Abgesehen davon, dass wir halt keine Julia haben bei der AfD. Oder irgendeine Julia haben die da bestimmt, aber nicht die Klöckner. Gut, wieder Bewaldung. Und Ausgleich von Schäden ist der nächste Punkt. Habe ich so ein bisschen getrennt, gehört natürlich zur Waldbewirtschaftung auch dazu. Da das aber derzeit so ein großes Thema ist, vergleichsweise groß, weil wir halt eben diese vielen Schäden haben, diese vielen jetzt erstmal relativ kahlen Flächen, die wieder bewaldet werden wollen, ist das halt eben ein Punkt. Drei Parteien sagen dazu was, nämlich CDU, CSU, Grüne und FDP. Die CDU weist darauf hin, dass sie 1,5 Milliarden Aufforstungsprämie für Waldeigentümer rausgehauen hat, die dann unter gewissen Vorgaben abgerufen werden kann, wenn du halbwegs ökologisch verträglich was hinpflanzt. Was heißt halbwegs ökologisch verträglich? Zum Beispiel Kiefernreinbestand geht nicht, Fichtenreinbestand geht nicht, Douglasienreinbestand geht nicht, solche Sachen. Ja? Mischbestand geht schon, Mischbestand mit auch ein paar Nadelbäumen drin ist wohl auch noch drin. Das ist so halbwegs im Bereich der zukunftsfähigen Waldbewirtschaftung, so wie man sich das aus der Wissenschaft so ungefähr vorstellt, ungefähr halbwegs in diesem Bereich stattfindet. Das ist schon in Ordnung so. Ob das so viel Geld sein muss, kann man sich kloppen und ein kleines Geschmäckle ist da auch noch dabei, weil das ist zwar in den allermeisten Fällen Geld, wo man wirklich gut verstehen kann, dass die Leute, die nichts dafür können, weil sie ihren Wald in diesem Zustand geerbt haben, in dem instabilen Zustand, und der ist ihnen jetzt verreckt und jetzt haben sie halt quasi ihr Sparbuch in Form von Holz ist weg und sie sind trotzdem verpflichtet, wieder aufzuforsten, also jetzt nochmal Geld auszugeben dafür, dass ihr Sparbuch sozusagen weg ist, um ein neues Sparbuch anzusparen für ihren Enkel, Enkelinnen, was auch immer, mehrere davon. Das ist dann ein hartes Schicksal und da bin ich persönlich emotional der Meinung, dafür kann man schon ein bisschen Steuergeld locker machen. Summe kann man sich eben streiten. Die Forstwirtschaftsverbände sind der Meinung, das ist noch viel zu wenig. Der Schaden ist viel, viel, viel höher. Das stimmt schon so. Den tatsächlichen wirtschaftlichen Schaden, je nachdem, wen man fragt und was man da alles mit einbezieht, den können wir auf ja, einen zweistelligen Milliardenbetrag festmachen. Genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist ein zweistelliger Milliardenbetrag und nicht 11 und auch nicht 10. Ne? Daher diese Aufforstungsprämien in vielen Fällen schon sicher sozial gerechtfertigt. In manchen Fällen, wenn es sich halt um Pflichten handelt, die von demjenigen, die derjenige jetzt noch besitzt, der sie gepflanzt hat, und er sie gepflanzt hat in einer Zeit, als man schon wusste, dass Fichtenpflanzen im Rheinbestand, im Tal und niedriger Meereshöhe, wo es noch warm ist, wo Trockenheit droht, gleichzeitig doof, dann wird der trotzdem halt auch gefördert. Und das hat so ein bisschen ein Geschmäckle, dass man also quasi jetzt dem seine, in Anführungszeichen, eine Dummheit, also mit großen Anführungszeichen, weil das jemand macht, muss er nicht zwingend gleich dumm sein, aber das müssen wir jetzt halt auch mitbezahlen. Das ist das Geschmäckle bei der Sache. Ja? Und es ist natürlich die denkbar einfachste Möglichkeit, wie man jetzt mit den Waldschäden umgeht. Man kippt gießkannenmäßig Geld über die Flächen. Ja. Einfachste Methode, das, was Frau Klöckner eingefallen ist. Böser Ding mit dem Zaunfall, aber ja, das habe ich jetzt halt gesagt. Ne? Grüne wollen nach ökologischen Vorgaben aufforsten.
Das bedeutet so viel wie, ja, Fichte ist nicht, Kiefernreihenbestand in vielen Fällen ist nicht. Man muss sich noch kloppen, inwiefern Kiefern jetzt noch zukunftsfähig sind. Ja, nein, vielleicht. Es ist schwierig. Es ist bei Kiefer überhaupt nicht eindeutig. Bei Fichte ja, bei Kiefer nicht. Deshalb, das ist nicht so einfach, was denn diese ökologischen Vorgaben genau sind. Und auch hier würde ich mir eben mehr Konkretes wünschen, dass man es wirklich beurteilen kann. Weil das kann alles Mögliche sein. Daher ist das quasi, ja, erstmal bloß leeres Gewäsch. Es ist zwar nett, dass was drinsteht, dass sie das Thema sozusagen auf dem Plan haben, dass sie drüber nachdenken und sich damit beschäftigen wollen, mehr aber auch nicht. Die FDP, die will schnelle Aufforstung mit klimaresilienten Baumarten haben. Das ist so konkret, wie man es nur irgendwie machen kann. Welche das sind, da gibt es eine lange Liste von möglichen Baumarten. Und das werden wahrscheinlich dann auch diejenigen sein, die für die FDP in Frage kommen. Die sind da ja immer nicht sehr zimperlich und probieren gerne verschiedene Sachen aus. Großes Bekenntnis zur Forstwirtschaft, zur Forstwissenschaft, zur Forschung in diesem Bereich haben wir später noch drin von der FDP, was mir natürlich auch wieder, ne, da haben, die wollten mir Honig um den Bart schmieren. Die wussten, dass ich so ein Video mache und daher haben sie das extra mal noch dazu geschrieben. genau. Ja, außerdem Rücklagenfonds für Dürre und Klimaschäden. Soll heißen, ich glaube, das hat irgendwelche steuerrechtlichen Konsequenzen. Da kenne ich mich jetzt auch wieder nicht besonders aus. Ich bin froh, wenn ich meine Einkommensteuer irgendwie zusammenkriege. Aber es ist wohl so, dass man als Land- und Forstwirt dann in Zukunft, wenn dann die FDP das so durchgesetzt bekommt, größere Summen Geld zurücklegen kann, steuerbegünstigt als eben Rücklagefonds für den Fall, dass einem in der nächsten Dürre oder der nächsten Umweltkatastrophe der Wald umfällt zum Beispiel. Und dann hat man halt eben Geld zurückgelegt und hat da vom Staat eben Verständnis bzw. steuerliche Vergünstigungen bekommen, damit man das sinnvoll zurücklegen kann. Und jetzt kann man es nutzen, um diese Schäden eben auszugleichen. Das heißt, man ist selbst für verantwortlich, eigenes unternehmerisches Risiko in Land- und Forstwirtschaft, dass da halt alles zusammenbrechen kann. Aber man hat zumindest ein bisschen eine bessere Möglichkeit, für diesen Zweck zu sparen und für diesen Zweck Geld zurückzulegen. Das erscheint mir sinnvoll, aber das ist ein Wirtschaftsthema, da bin ich kein Experte. Erscheint mir aber wirklich sinnvoll. Gut, das war's. Andere Parteien haben da nichts. Privatwaldförderung. Privatwaldförderung ist auch für zwei Parteien wichtig, nämlich für die Grünen und die FDP. Die Grünen wollen fördern und beraten, was immer das heißt. Das ist also jetzt wieder das Gleiche wie gerade. Sie haben es auf dem Schirm. Es ist ihnen ein Thema. Was sie da konkret machen wollen, erfahren wir nicht. Ja, aus dem Wahlprogramm. Gut, wir fahren aus den Wahlprogrammen sämtlicher Parteien, der Fairness halber, um das nochmal kurz zu erwähnen, in sehr wenigen Fällen wirklich mal was Konkretes. Ja, also das zieht sich durch die gesamte Politik, dass natürlich möglichst wenig Konkretes in den Wahlprogrammen drinsteht. Hab gerade gestern Nachrichten gesehen, da hat man mal ein paar Leute interviewt. Was wünschen Sie sich denn jetzt noch im Wahlkampf? Konkretes, genaues, wirklich mal handfeste Aussagen, wie man wie, wo, was machen möchte von den einzelnen Parteien. Das fehlt dieses Jahr vollständig. Also vielleicht meine ich es nur und ich werde auch langsam alt, in Anführungszeichen, aber es fehlt doch irgendwie an konkreten Ideen. Es ist doch alles wahnsinnig waschi-waschi. Wischi-waschi. War das früher auch schon so? Glaub nicht. Jedenfalls nicht so intensiv. Naja, egal. Jedenfalls fördern und beraten. Was, wie gesagt, was immer das heißen soll. Bisher wird auch schon beraten, bisher wird auch schon gefördert. Kann ich mir wirklich nichts drunter vorstellen. Und die FDP, die hat was tatsächlich relativ Konkretes, relativ, vor, nämlich möchte sie forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse fördern. Das ist dann wichtig, wenn es um den kleinen Privatwald geht. Der soll davon profitieren, dass man eben den Leuten sagt, geht doch in forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Wie die exakt gefördert werden sollen, das sagt die FDP auch nicht, aber es ist zumindest eine konkretere Maßnahme als fördern und beraten allgemein.
landwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Das bedeutet, viele, viele ganz kleine Waldbesitzer, jeder hat zum Beispiel einen Hektar, ne? Das ist schon relativ groß, viele Leute haben auch deutlich unter einen Hektar. Und mit einem Hektar kannst du nicht viel anfangen, da kannst du dich reinsetzen und dich freuen, dass du Waldbesitzer bist, viel mehr kannst du damit nicht machen. Also von einem Hektar allein, den kannst du gar nicht richtig bewirtschaften, da fällst du alle 100 Jahre mal einen Baum. Davon wird man jetzt nicht unbedingt reich. Oder meinetwegen kannst du auch alle 50 Jahre einen Baum fällen, aber auch dann wirst du nicht reich. Und der Witz ist jetzt folgender, wenn sich jetzt 100 Leute zusammentun und jeder hat einen Hektar, dann haben sie zusammen 1000 Hektar. Und 1000 Hektar ist ein kleiner Forstbetrieb. Und für 1000 Hektar kann man dann tatsächlich auch einen Förster und meinetwegen einen Forstwirt einstellen. Und die managen einem den Wald. Und wenn dann gerade mal wieder irgendwie das Jahr rum ist, dann kriegt jeder 3 Geld 80 anteilig, je nachdem wie viele Hektar von den 1000 Hektar ihnen denn jeweils gehören. Sollte eine große Katastrophe sein oder der Förster sein Gehalt bezahlt werden müssen, dann muss man dann halt eben auch 1%, wenn man jetzt einen Hektar hat von den 1000, einfaches Rechenbeispiel, dann eben auch 1% von dem seinem Gehalt berappen. Das lohnt sich ab tatsächlich Größen von ungefähr 1000 Hektar. Man kann teilweise auch einen halben Förster beschäftigen, dass der also nochmal eine andere Waldbesitzervereinigung hat, die eben auch so um die 1000 Hektar hat und der ist dann halt insgesamt für 2000 zuständig und oder man leistet sich einen Dreiviertelsförster, zahlt den Dreiviertel, der arbeitet aber auch nur Dreiviertel und so weiter. Also da gibt es schon diverse Möglichkeiten. Oder einer der Waldgenossen ist Förster oder zumindest fast Förster, so jemand wie ich zum Beispiel. Ich könnte auch so einen Wald bewirtschaften, auch wenn ich streng genommen nicht wirklich Förster in dem Sinne bin. Da braucht man schon noch eine kleine Zusatzausbildung. Ja? Als Forstwissenschaftler musst du noch ein Referendariat machen. Ja, auf jeden Fall nochmal ein Praxisjahr sozusagen, bis du dann wirklich richtig als Förster arbeiten kannst. Das hängt jetzt auch wieder vom Bundesland ab und so weiter. Egal. Und diese Zusammenschlüsse, damit der Wald auch bewirtschaftet werden kann und auch bewirtschaftet wird, ist tatsächlich wichtig. Wir haben relativ viel Privatwald, der quasi nicht bewirtschaftet wird, der Wirtschaftswald wäre, der auch nicht besonders wertvoll ist und man muss ihn auch nicht zum Naturschutzgebiet erklären, weil man hat nicht viel von, außer einfach eine bisschen größere Fläche, aber ohne dass da großartige Biodiversität oder wichtige seltene Arten dazukommen. Und dieser Wald wird so gut wie nicht bewirtschaftet, weil er halt eben zu klein ist. Und wenn wir jetzt alle Kleinstwaldbesitzer zusammen in solche Verbände reinstopfen und davon immer mehr entstehen, dann wird auch mehr Waldfläche auch sinnvoll genutzt. Und wir könnten also erheblich mehr Holz aus dem Wald ziehen, insbesondere aus dem recht hohen Anteil von Privatwald. Die Hälfte aller deutschen Wälder sind nämlich Privatwälder. Und von denen, da herrscht eine Unternutzung, je nachdem, wen man fragt, von 20-25%. Das ist also schon eine Nummer. Ja? Also da könnte man schon wirklich erheblich mehr Holz auf den Markt schmeißen, wenn man das so machen würde. Daher finde ich auch das eine prima Idee, auch wenn es schön wäre, wenn sie noch irgendwie darauf hinweisen, wie sie das genau umsetzen wollen. Aber die Idee an solche ist sicherlich fruchtbar. Gut, dann kommen wir zur FSC-Geschichte. FSC, das ist der Forest Stewardship Council, das ist eine internationale Organisation, eine NGO, also Non-Governmental Organization, die sich eben der guten Bewirtschaftung von Wäldern verschrieben hat. Dazu gibt es Regeln, die eingehalten werden müssen und wenn man die dann alle einhält, die hängen jeweils von dem Wald ab, sprich international unterschiedliche Regeln. Tropenwald ist anders zu bewirtschaften als zum Beispiel unser Wald und so weiter und so weiter. Das ist auch gut und richtig so. Bin ich ein Fan von, dass es diese unterschiedlichen Regeln gibt. Kann man auch wieder geteilter Meinung sein. Das ist alles auch saumäßig kompliziert. Jedenfalls, dieses FSC-Siegel ist eine tolle Sache in Wäldern, in denen es eben auch illegale Nutzung gibt und Raubbau gibt und so weiter und so fort gibt. Und es gibt eben Wälder, also konkretes Beispiel in den Tropen. Wenn du irgendein Tropenholz kaufst und es steht nicht FSC drauf, dann ist die Chance, dass dieses Tropenholz aus irgendeiner Holzmafia-Struktur mit Mord und Totschlag und Brandrodung und sonst was im Walde gewonnen wurde, sehr hoch. Ja? Wenn FSC draufsteht, ist die Chance nur noch sehr gering. Es gab schon ein paar Skandale beim FSC, dass bestimmte Sachen nicht funktioniert haben und sie auch schon Holz zertifiziert haben, das eben nicht aus zuverlässigen Quellen gestammt hat.
ja, ne? Also der FSC ist offensichtlich auch keine Jesus-Organisation und auch nicht perfekt. Ich persönlich habe ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man wegen ein paar Einzelfällen, wo es halt nicht geklappt hat, grundsätzlich hinterfragt, dass das Siegel insgesamt nichts wert ist. Schwierig. Ja? Es ist das Risiko, dass du Holz aus illegalem Raubbau kaufst, ist mit einem FSC-Siegel drauf definitiv viel geringer, als wenn du welches ohne kaufst. Das ist schon ein markanter und riesiger Unterschied. Daher grundsätzlich FSC eine gute Sache. Pflicht für öffentlichen Wald wollen die Grünen. Heißt, jeder öffentliche Wald, Staatswald, Bundeswald, vielleicht auch Kommunalwald, weiß ich nicht, was sie als öffentlichen Wald definieren. In vielen Fällen ist Kommunalwald da auch gemeint. Der soll alles zwangs-FSC zertifiziert werden. Da bin ich kein Fan von, weil deutsche Forstwirtschaft ist vielfältig. Und es ist auch wichtig, dass die vielfältig bleibt. Und wenn wir nur noch Wald, der nach FSC-Vorgaben bewirtschaftet wird, haben, dann geben wir einfach das Zepter aus der Hand. Dann verzichten wir auf Erfahrungen von 250 Jahren geregelt, ja, mindestens 200 Jahren Forstwissenschaft und 250 ungefähr Jahren geregelter Forstwirtschaft in Deutschland und schmeißen das alles weg und sagen, nö, stattdessen ist jetzt dieser FSC da zuständig. Das entmündigt so ein bisschen den Förster, das entmündigt die Forstämter, die das über Generationen sich drum kümmern, dass der Wald so ausschaut, wie er ausschaut. Und unsere deutschen Wälder haben in vielen Fällen das FSC-Zertifikat gar nicht nötig. Das heißt, die würden es sofort problemlos bekommen, weil sie die Anforderungen in vielen Fällen, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, erfüllen. Und da müssen sie viel Geld dafür zahlen, dass auf dem Holz ab sofort FSC draufsteht. Lieber wäre mir persönlich ein Stempelchen für den internationalen Markt Made in Germany. Sowas in die Richtung. Ja? Ohne jetzt allzu nationalistisch klingen zu wollen. Holz bei uns in Deutschland ist es nahezu unmöglich, da illegale Holzeinschläge zu machen. Nahezu, nicht vollständig, aber doch sehr nah dran. Und die allermeisten Wälder werden wirklich vorbildlich, zumindest im internationalen Kontext und im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Jetzt nicht unbedingt Frankreich und auch nicht unbedingt die Schweiz und auch nicht Österreich. Teile Österreichs leider haben da auch schon Probleme gehabt, aber lassen wir das. Trotzdem international sind wir wirklich sehr, sehr gut dabei und da sehe ich in Deutschland wirklich nicht die Notwendigkeit. Man kann sich natürlich FSC zertifizieren lassen und ich würde auch definitiv sagen, das ist freiwillig, wer das dann machen möchte und halt ist eine gute Idee, tipptopp. Aber die Pflicht, das unbedingt aufdrücken, dass das jetzt sein muss, bin ich überhaupt kein Fan von. Bin ich strikt dagegen. Außerdem, alternativ gibt es auch noch eine andere Zertifizierung, die die Grüne zulassen wollen. Ich glaube, die heißt Naturland oder sowas. Und da wäre dann wieder ein Verzicht auf fremdländische Baumarten oder zumindest ein gewisser Verzicht auf fremdländische Baumarten dabei. Der FSC ist da nicht so streng. Das ist schon noch in Ordnung, so wie die das machen. Und das ist dann das gleiche Problem, was ich schon mit der Linken weiter oben angeprangert habe, dass wir auf keinen Fall auf Optionen für den Wald der Zukunft einfach nur aus ideologischen Gründen verzichten sollten. Bin ich kein Fan von. Und kleine Mengen fremdländischer Baumarten sind kein großes Risiko, können aber ein großer Nutzen sein. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir dürfen uns diese Tür nicht vor der Nase zuschlagen. Und schon gar nicht selber zuschlagen. Zuschlagen lassen ist ja nochmal was anderes. Gut, Gewässer. Gewässer, dazu hat die CDU/CSU, Auen etc. sind wichtig. Wasser soll mehr in der Fläche gehalten werden wegen Dürren. Das ist so eine ganz interessante Maßnahme und durchaus auch ein Punkt, der nicht unwichtig ist. Also Wasser soll also, man soll die Fläche irgendwie so gestalten, dass sie mehr Wasser aufnimmt und wenn dann eine Dürre kommt, dann ist mehr Wasser in den Böden gespeichert und dann ist die Dürre besser zu ertragen. Grundsätzlich alles prima, alles super. Wie das gemacht werden soll, kein Plan. Gibt es natürlich wieder keine konkreten Angaben dazu. Da sie gleichzeitig nichts gegen die Flächenversiedlung tun wollen, die CDU, ist das so ein bisschen nahezu unmöglich. Also als Idee, als Plan, als Sache zum ins Wahlprogramm schreiben, hübsch. Wie das umsetzbar sein soll, erschließt sich mir aus dem Konzept gar nicht. Also gehe auch davon aus, dass das nicht umsetzbar ist, ehrlich gesagt. Weil solche großflächigen Landschaftsänderungen, das ist nahezu unmöglich. Da braucht es richtig viel guten Willen der Wählerschaft und Engagement von Einwegpolitikern, die sagen, wir setzen das jetzt um, dann wählt uns nie wieder jemand.
Das halte ich für nicht realistisch. So, die Grünen haben dazu auch noch was zu sagen. Und zwar möchten sie ein Verschlechterungsverbot für naturnahe Fließgewässer und kleine Seen und so weiter und so fort. Da bin ich dabei. Ja? Also dann, du darfst sozusagen nichts bauen. Das lässt sich noch einigermaßen umsetzen, was am Gewässer den ökologischen Zustand, also die Naturnähe des Gewässers, negativ beeinträchtigt. Verschlechterungsverbot ist was es relativ häufig im Naturschutz gibt, auch im Naturschutzrecht, dass also der geringste Level von Naturschutz sozusagen, den man über eine Fläche drüber packen kann, ist das sogenannte Verschlechterungsverbot. Man muss jetzt nicht aktiv was machen, dass man hier irgendwie neue Orchideen hinpflanzt, aber man sollte eben vermeiden, dass was passiert, was die Situation schlechter macht. Dann entwickelt sich neue Artenvielfalt von alleine im Laufe der Zeit. Ja, deshalb so ein Verschlechterungsverbot finde ich eine tolle Maßnahme. Es ist zwar ein Verbot, das ist immer relativ radikal natürlich, aber wenn man es auf naturnahe Gewässer beschränkt, dann ist das auch keine so große Fläche. Und deshalb bedeutet de facto eigentlich auch bloß, dass du da nichts nebendran bauen kannst, sollst, was das schlechter macht, dass du den Fluss nicht umlenken sollst, keinen Damm hinten dran bauen, solche Sachen. Das sind ein überschaubares Verbot, sage ich jetzt mal, zumindest nach meiner Einschätzung. Ich hatte jetzt aber nicht so viel Gewässerökologie in meiner Ausbildung, deshalb da bin ich jetzt auch nicht ganz der Experte, aber fürs Erste klingt das ganz gut. Außerdem ein Programm zur Renaturierung von Auen weil Auen ist gleich Hochwasserschutz, so in diese Richtung. Halte ich auch für ganz, 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 ganz wichtig, was man nämlich beim Auenschutz die letzten Jahrzehnte falsch gemacht hat, also Auwälder, Wälder entlang von großen Flüssen, Wälder, die von regelmäßiger Überschwemmung geprägt sind. Man hat sie einfach nur unter Schutz gestellt und dann gedacht, damit sind sie jetzt gerettet. Wenn du die aber einfach nur unter Schutz stellst und da drin nichts mehr machst, aber der Fluss, der sie ursprünglich mal gebildet hat, ist begradigt und hat keine Hochwasser mehr und wenn dann nur gleich katastrophale Hochwasser, die alles mitreißen und wegreißen und so weiter und so fort. Damit ist der Aue keinen Gefallen getan. Ja? Dass man da ein Betretungsverbot reinhaut und sagt, hier dürfen sich jetzt seltene Arten ansiedeln und so weiter, das ist alles ganz schön. Aber die Aue entwickelt sich dann trotzdem weg von der Aue hin zum stinknormalen Wald. Das können wir überall entlang des Rheins beobachten, insbesondere da die ehemaligen Rheinauen. Man muss sie schon ehemalig nennen, weil die haben da mit dem Rheinwasser nichts mehr zu tun. Teilweise gibt es noch so einen kleinen Kanal, der durchfließt, der aber auch kein Hochwasser hat. Wo soll das Wasser herkommen? Das ist alles im Rhein. Wenn der jetzt wirklich nicht massiv über den Damm tritt, was ja hin und wieder mal passiert, aber das reicht hinten und vorne nicht. Normalerweise sind Auen von einer mehrmals im Jahr auftretenden Überschwemmung gekennzeichnet. So, und will man jetzt Auen renaturieren, dann bedeutet das ist gar nicht anders möglich, dann muss ein paar Löcher in den Damm kloppen. Und eben die Auenflächen als Retentionsräume für den Wasserrückhalt nutzen, dass sobald mal ein bisschen mehr Wasser da ist, das auch sofort in die Auen geht. Also ein Teil bei Hochwasser nicht gleich alles im Rhein bleibt und der einfach schneller fließt und einfach der Damm weiter oben, ne, und der Rhein einfach voller ist, sondern recht frühzeitig bereits auf dieser Höhe Wasser abgeleitet wird, um eben in den naturnahen, was noch davon übrig ist, Auwäldern zu natürlichen Überschwemmungen zu führen, damit sich da eben auch wieder ein Auwald-Lebensraum entwickeln kann. Das ist unglaublich wichtig und eine großartige Idee, beziehungsweise ein großartiges Statement, dass man das sich so ins Wahlprogramm reinschreibt, tut sonst tatsächlich keiner. Also was das angeht, dickes fettes Lob an die Grünen. Das ist eine sehr notwendige Sache. Ich habe sie jetzt nicht bei den vier großen Problemen dabei. Sie wäre dann aber an fünfter Stelle sicherlich auch gekommen. Und ja, schön, dass irgendwer da zumindest dran gedacht hat. Ob man sie deswegen jetzt wählen muss, keine Ahnung. Aber muss ja nicht ich entscheiden, wen ihr wählt. Nochmal. Gut, die FDP hat auch noch was zum Gewässer, und zwar Wasser soll für Land- und Forstwirtschaft zurückgehalten werden. Das ist ein interessantes Bekenntnis, dass Wasser eben insbesondere für Land- und Forstwirtschaft zurückgehalten werden soll. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei der CDU, also irgendwas tun, damit eben das Wasser in der Fläche gehalten wird. Wie das umzusetzen ist, es ist halt saumäßig schwierig, da hat die FDP scheinbar auch keine wirkliche Ahnung. Aber das Bekenntnis dazu, dass das gemacht werden soll, ja, das ist schön.
möglicherweise ein bisschen Augenwischerei, weil wie soll das gehen? Es ist mir ein Rätsel, wie man das wirklich umsetzen möchte. Gerade wenn es darum geht, ja, man muss wirklich Hochwasserrückzugsorte, man muss Flächenversiegelung reduzieren, und die Parteien, die kein Konzept zur Reduzierung von Flächenversiegelung haben, denen glaube ich auch nicht, dass sie irgendwie Wasser in die Fläche bringen können. So, davon abgesehen, dass das Konzept zur Flächenversiegelung auch zur Bekämpfung von Flächenversiegelung ja auch erstmal funktionieren muss. Das ist ja auch hochgradig fragwürdig, ob es das dann tut. Blablabla. Ich trinke noch schnell was. Einer der großen Punkte, Einpreisung von Ökosystemdienstleistungen. Das hatte ich erwähnt bei den großen vier. Ja? Ökosystemdienstleistungen ist alles, was ein Ökosystem an Zeug zur Verfügung stellt, das wir wirtschaftlich jetzt so erstmal nicht zur Kenntnis nehmen. Also gutes Wasser, gute Luft, guter Boden, Artenvielfalt, das sind die vier großen, reicht auch. Das hat alles so erstmal keinen Geldwert. Hier haben wir eine Artenvielfalt von 238. Dafür zahle ich dir 18,50 €. Macht keiner. Könnte man aber machen. Und das ist eben der Knackpunkt, dass das ganz, ganz wichtig ist und durchaus auch umstritten. Und es darf auch umstritten sein. Es darf auch gerne weiter diskutiert werden. Aber viele Parteien, immerhin drei, haben sich dazu dann doch bekannt, dass sie da eine Meinung zu haben. Ja? Nicht unbedingt die Parteien, bei denen man damit rechnet. Und grob geht es darum, dass jemand, dem eine Fläche gehört, die Ökosystemdienstleistungen bereitstellt, je nachdem wie groß die sind, er dafür für eine öffentliche Leistung, sprich dem sein Grund und Boden, stellen diese Leistungen für alle bereit, gute Luft für alle, gutes Wasser für alle etc. pp., dafür dann auch öffentliche Gelder bekommt. Also öffentliches Geld für öffentliche Leistungen ist die Grundidee, die diesen Ökosystemdienstleistungsmonetarisierung sozusagen zugrunde liegt. Und ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, würde gerne ein bisschen was aus dem großen Steuersäckle an Leute abgeben, die sagen, okay, ich mache jetzt in meinem Wald nur noch wenig Holzwirtschaft und akzeptiere, dass ich damit dann weniger Geld verdiene, aber dafür habe ich da drin drei Spechte, zum Beispiel. Ja? Und da flog übrigens gerade ein Buntspecht vorbei, also gerade vor 5 Minuten oder so. Das ist so der Grundgedanke. Das können wir jetzt natürlich noch viel länger ausbauen, aber dann sitzen wir morgen noch hier. So, CDU, CSU, ja auf CO2-Basis. Wollen sie das dann bitte gerne haben? Soll heißen, wenn du irgendwo CO2 speicherst, irgendwelche Maßnahmen auf deinem Grund und Boden ergreifst, die eben CO2 speichern, auf gut Deutsch Bäume wachsen lassen, darauf läuft es hinaus, oder du hast ein Moor. Falls du zufällig ein Moor hast, herzlichen Glückwunsch, dann kriegst du auf Basis der Menge CO2, die du dann eben aus der Atmosphäre rausholst, als öffentliche Leistung, dass du uns vor CO2 bewahrst, in Anführungszeichen, Kohle. Das wäre so die Idee der CDU. Das ist eine sehr leichte Monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen, aber es ist eine. Vielleicht für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Wenn man gleich alles machen würde, wäre vielleicht auch ein bisschen viel. Das heißt, also einen kleinen Anfang kann ich durchaus mitleben. Das ist eine ganz neue Idee, hat es bisher noch nicht gegeben in der Form. Gibt es auch nur in ganz wenigen Ländern weltweit, dass die das schon machen. Und groß viel macht das sowieso noch keiner. Also da kann man ruhig langsam anfangen. Das ist auch nichts, was jetzt morgen sofort fertig sein muss und dann laufen muss. Die Grünen, und da ist jetzt die Überraschung, die Partei selber sagt dazu zwar, in der Landwirtschaft ist das wichtig, sprich einen Grünstreifen stehen lassen, kleine Inselchen im Feld mit irgendwie Insektengedönse, mal einen Baum auf dem Acker etc. Da finden sie das gut. Zum Wald schreiben sie im Parteiprogramm tatsächlich nichts. Aber hier möchte ich jetzt doch, weil ich es einfach weiß und daher will ich es euch nicht unterschlagen, auch wenn streng genommen jetzt gegen meine selbst erstellte Regel, dass wir uns nur mit dem Wahlprogramm beschäftigen, geht. Und auch nicht, weil ich jetzt unbedingt gegen die Grünen schießen möchte, aber ich habe ja schon mal zum Thema Ökosystemdienstleistungen ein bisschen rumrecherchiert
Und tatsächlich gibt es eine grünen Stiftung, eine Stiftung der Partei. Das machen Parteien ja gerne, wenn sie einzelne Themenbereiche auslagern wollen, dass sie dann einfach eine Stiftung gründen und die Stiftung macht dann halt irgendwas in eine bestimmte politische Richtung. Und im Fall der Grünen gibt es eine Stiftung, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, die sich massiv aus ideologischen Gründen, wirklich nur aus Ideologie, weil man die Natur nicht mit Geld bemessen kann, irgendwie so in diese Richtung geht. Das ist hochphilosophisches Geschwafel und ich verstehe die Hälfte davon nicht. Da gibt dann langen Text zu. Die da massiv dagegen sind. Die sind also wirklich sehr, sehr gegen eben den Kräften der Natur einen Geldwert zu weisen. Das kann man sein, ja. Das, ich sage ja nicht, dass das falsch ist, aber der Fairness halber wollte ich einfach jetzt erwähnt haben, dass also die Grünen das in der Landwirtschaft zwar gut finden, aber entschiedene Gegner durch ihre Stiftung, die man der Partei schon irgendwie zuordnen muss, von solchen Sachen in Naturschutzgebieten zum Beispiel, im Wald, in sonstigen Ökosystemen quasi sind. So, und die FDP, die hat eigentlich auch nicht überraschend, wenn man eine Weile drüber nachdenkt, das mit Abstand stärkste Bekenntnis zur Einpreisung von solchen Sachen, weil es ist ein Wirtschaftsgut, das muss der FDP ja gefallen, und zwar auch zentral über den CO2-Preis geregelt. Das macht aus Sicht der FDP natürlich sehr viel Sinn, weil sie ja ohnehin über den CO2-Preis ja auch den ganzen Klimaschutz steuern wollen. Und wenn man dann zusätzlich noch die Ökosystemdienstleistungen auch in diesen CO2-Preismechanik mit einbaut, dann erscheint das zumindest, ob es funktioniert, ich habe keine Ahnung, ob das jemals klappen wird, aber es wäre in sich ein großes, kompaktes Paket, das in einer einzigen Sache eben entsprechend gemessen wird und das ist relativ, zumindest vom Verwaltungsaufwand her, relativ einfach zu managen. Wäre übersichtlich, wäre fair möglicherweise und nicht so ein Bürokratiemonster, wie wir das in allem anderen mehr oder weniger bei uns haben. Daher schon eine sehr, sehr interessante Idee. Ich weiß nicht, wie es im Detail, aber als Idee erstmal schon sehr, sehr, sehr interessant. Könnte auch aufgrund der Einfachkeit einfach scheitern, weil so eine komplexe Sache nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Das ist wirklich so ein Fall von, ich fände es spannend, das mal auszuprobieren und zu gucken, ob das funktioniert. Jagd. Zur Jagd gibt's was von den Grünen, der FDP, der Linken und der AfD. Die Grünen möchten eine ökologisch und tierschutzgerechte Jagd haben, haben aber ein Bekenntnis zur Jagd. Sie lehnen die Jagd als solche also nicht ab. Wenn wir jetzt sagen, eine ökologisch und tierschutzgerechte Jagd, ökologische Jagd, ist als Begriff durchaus politisch vorbelastet. Ich bin mir nicht sicher, ob die das meinen. Wenn sie das meinen, dann sind sie mehr oder weniger auf Linie mit dem ÖJV, dem Ökologischen Jagdverband Deutschlands, der eine relativ hohe Abschussquote für insbesondere Schalenwildarten vorsieht. Viele andere Wildarten, wie zum Beispiel Raubwild, also Mardern, Dachs und sowas in die Richtung, bejagen die nur sehr wenig bis gar nicht und sehen da keine große Notwendigkeit. Und finden mehr, dass die großen Tiere, die eben wirtschaftlich relevant auch Schäden am Wald, also Schäden in Anführungszeichen, die Waldverjüngung reduzierend tätig sind, dass die eben im Rahmen vom Waldschutz, gerade jetzt bei der großen Phase der Wiederbewaldung, eben entsprechend notwendig wäre, da ein bisschen zu reduzieren. Das ist aus Sicht von einigen Wildökologen durchaus eine gangbare Methode, aus Sicht von einigen anderen Wildökologen nicht. Die Jagd, die Jägerschaft bzw. auch die Jagdwissenschaft tatsächlich ist in diesem Punkt hochgradig durchstritten sozusagen. Und es wäre dann, wenn das so gemeint ist, aber ein deutliches Bekenntnis zum ÖJV. Ja? Du wirst Jäger finden, die sagen, oh ja, super, das finde ich toll. Du wirst Jäger finden, die sagen, oh nee, das geht ja mal gar nicht. Es ist wirklich ungefähr 50-50. Ja? Ganz schwer, das einzuordnen. Ich selber habe schon vor Jahren aufgegeben, da jetzt wirklich deutlich Stellung beziehen zu wollen. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Das ist so umstritten. Alle Seiten haben gute Argumente. Sehr schwierig. Die FDP. Mögliche Bejagung von Wolf, Biber, Kormoran und Nandu. Das heißt, all die Tiere, bei denen diskutiert wird, ob die ins Jagdgesetz gehören, sagt die FDP, na klar, schreibt doch rein. Das ist relativ
ja, zumindest mal konsequent. Außerdem möchten sie gerne Nachtzielgerät und Schalldämpfer haben. Inwiefern ein Schalldämpfer bei der Jagd hilft, das weiß ich tatsächlich nicht. Da bin ich jetzt bei der Recherche gestern drauf gestoßen. Da müsste ich mich jetzt noch schlau machen. Also in der Hinsicht wirklich Wissenslücke meinerseits. Nachtzielgerät ist klar. Hightech-Nachtsichtgeräte erleichtern die Jagd, gerade insbesondere auf Schwarzwild, ganz außerordentlich und erhöhen die Effizienz der Jagd. Das ist dann wichtig, wenn es halt irgendwo darum geht, dass man deutliche Überpopulationen, die deutliche Schäden verursachen oder ein Gesundheitsrisiko durch Zoonosen darstellen, wie zum Beispiel eben das Wildschwein durch zum Beispiel die afrikanische Schweinepest, dann ist das durchaus effizient und inzwischen allerdings herrscht auch ein recht guter Konsens in den meisten Bundesländern, dass da nichts gegen auszusetzen ist. Wenn man insbesondere zur Schwarzwildbekämpfung, in Anführungszeichen, zur Schwarzwildbejagung Nachtzielgerät entsprechend verwendet. Schalldämpfer, wie gesagt, keine Ahnung, aber die FDP hat auch nochmal ein deutliches Bekenntnis zur Jagd als solche. Wolf bejagen, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Biber in manchen Gegenden sicherlich inzwischen möglich. Ob es nötig ist, hängt eben von der Toleranz ab, die man eben wirtschaftlichen Schäden durch den Biber entgegenbringt. Der Biber macht ein sehr wertvolles Ökosystem, wenn er damit irgendwann mal fertig ist und wenn man es lange Zeit so entstehen lässt, wie es der Biber eben plant. Allerdings macht er auch ein sehr großes. Und das ist wirtschaftlich nahezu gar nicht tragbar. Daher ist der Biber schon ein Problem, und dass man sich kümmern muss. Kormoran sehr umstritten, der soll Fischbestände zu stark dezimieren. Und die FDP ist übrigens auch die Partei mit dem großen Bekenntnis zu den Anglern. Finde ich ganz interessant, wusste ich nicht, dass die sich für Angler großartig stark machen. Das ist also wahrscheinlich damit zusammenhängend, dass sie dann auch sagen, dass der Kormoran bejagt werden soll. Wissenschaftlich stark umstritten, inwiefern der Kormoran ein Problem ist. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Da müsste ich mich noch tiefer in die Thematik einlesen. Aber es ist umstritten. Nandu. Nandu, das ist ein kleines regionales Problemchen, da rennen die inzwischen frei rum. Die gehören natürlich nicht in unser Ökosystem, dazu später noch mehr, wenn wir um die invasiven Arten sprechen. Ja, das war die FDP. Die Linke möchte Freizeitjagd beschränken, ist damit die Partei, die eben das Gegenteil von einem klaren Bekenntnis zur Jagd, so wie wir sie heute haben, hat. Und sagt eben offensichtlich dadurch mehr professionelle Jagd, also sprich mehr Leute, die Jäger tatsächlich gelernt haben. Jäger, Berufsjäger, ist ein Ausbildungsberuf, das ist ein Handwerk, zählt zu den Handwerkberufen und muss gelernt werden für einen professionellen Jäger. Ja, aber auch der Freizeitjäger, der eben den Jagdschein macht mit einer vergleichsweise kurzen Ausbildung im Vergleich zum gelernten Jäger, den gibt es halt eben auch. Und bisher ist der flächenmäßig, mengenmäßig erheblich relevanter als die ganz paar tatsächlich gelernten Jäger oder Jagdmeister letztendlich. Ja, du kannst da eine Meisterprüfung drin machen und das ist krass, was die drauf haben. Wirklich, wirklich beeindruckend. Also jedenfalls, das möchten die beschränken. Wurde auch bei mir auf dem Kanal immer mal wieder diskutiert, ob die Freizeitjäger gut, böse, schlecht oder notwendig sind und so weiter. Auch da grundsätzlich halte ich die Freizeitjagd als Möglichkeit für wichtig. Ob man vieles und alles auf die Freizeitjagd abdrücken sollte, ist nochmal eine andere Frage. Und mehr Berufsjäger, mehr bezahlte Jäger, also die sich dann der Staat, ja, ich werde hier gerade beinsektet, leisten sollte, fände ich schon, dass das auf jeden Fall notwendig wäre. Aber deswegen müssen wir die Freizeitjagd in vielen Fällen sicherlich nicht bis hin zu minimal vielleicht, wenn überhaupt, einschränken. Das heißt, ich bin da eigentlich nicht der Meinung, dass das notwendig ist. Aber auch wenn ich mich jetzt gar nicht beliebt mache, können und beschränken heißt ja nicht verbieten, können würde man das wahrscheinlich schon können.
können, wenn man dann genügend professionelle Jäger irgendwie aus dem Hut zaubern kann. So, dann wollen sie ein Verbot der Jagd auf Hunde und Katzen. Da bin ich einverstanden. Wobei sowieso die Tatsache, dass das in manchen Bundesländern noch erlaubt ist. Ich glaube, die Zahl der Jäger, die wirklich auf Hund oder Katze schießen, ist sehr, 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 sehr gering. Aber meiner Meinung nach darf man das ruhig verbieten. Da sehe ich keinen Nutzen drin. Also der Schaden, der entsteht, wenn ein kleines Mädchen die Katze wegschießt oder den Hund, der halt mal gefühlt 3 Meter neben dem Weg langgelaufen ist, gleich zu erschießen, das halte ich einfach für viel zu radikal. Und die meisten Waldtiere sind ja auch Fluchttiere. Bei wildernden Katzen, wenn die jetzt wirklich mitten im Wald irgendwo du eine Hauskatze entdeckst, die da offensichtlich reihenweise Vögel futtert, im Naturschutzgebiet noch schlimmer, wo Bodenbrüter sind. Und dann, ich finde da die Regelung, die Baden-Württemberg hat, nämlich man muss einen Antrag stellen und dann nochmal wiederkommen, die Katze nochmal wiederfinden und dann darf man mit Genehmigung die dann auch schießen, wenn man eben nachweisen kann, dass in diesem Fall das wirklich auch mal sinnvoll notwendig ist. Es sollte einem guten Jäger möglich sein, solche wildernden Haustiere auch wieder zu finden, wenn er irgendwo grob weiß, wo die unterwegs sind. Dann läuft er auch ein zweites Mal drüber, nachdem er eine Genehmigung hat. Deshalb, das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, bin ich einverstanden. Ebenfalls die Jagd auf Prädatoren soll verboten werden. Das wären also Marder, Dachs, Fuchs etc. Ist umstritten, hängt auch immer davon ab, wo man sich befindet. In Naturschutzgebieten mit vielen Bodenbrütern ist es schon möglicherweise wichtig, dass man da den Bestand von insbesondere dem Fuchs ein wenig reduziert. Die Jagd auf Marder zum Beispiel ist ziemlich nutzlos. Also für den waldökologischen Gesamthaushalt muss man meistens in 99% der Fälle keine Marder schießen. Das ist dann wirklich was, was noch in den Köpfen von vielleicht Altjägern hängen geblieben ist, dass das doch noch irgendwie notwendig sei etc. pp. Ich denke nicht. Ja. Soweit darf ich mich aus dem Fenster lehnen, aber ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Also wer anderer Meinung ist, regt sich in den Kommentaren ganz furchtbar, aber höflich auf. So, die AfD findet, dass es wichtig ist, die Berücksichtigung aller Interessensgruppen beim Jagdgedönse im Hinterkopf zu behalten. Findet auch Schadensersatz wichtig, dass wenn durch die Jagd eben ein landwirtschaftlicher Schaden bei einem Landwirt entstanden ist, dann soll der ausgeglichen werden. Das ist derzeit auch noch so. Wo sich da was ändern soll an der bisherigen Praxis, habe ich nicht herauslesen können aus dem Wahlprogramm. Also deshalb schwierig. Wolf soll reguliert werden und wolfsfreie Gebiete soll es geben. Dass der Wolf früher oder später irgendwann mal reguliert werden muss, ist eine Tatsache. Ob es jetzt soweit ist, ist hochgradig umstritten und ich maße mir auch nicht an, das beurteilen zu können. Es gibt sicherlich Regionen, wo es möglich ist. Ob es notwendig ist, ja, da können wir uns 5 Stunden hinhocken und diskutieren. Wolffreie Gebiete, schwer umsetzbar, wäre ein möglicher Ansatz tatsächlich, ja. Dass man also sagt, okay, Wolf darf überall in großen Naturregionen, darf Wolf tun und lassen, was er lustig ist. Wenn ein Wolf gesehen wird in Köln, dann ist der Wolf entsprechend zu entnehmen. Was schwierig ist, weil in Köln direkt mit dem Gewehr hinterm Wolf herrennen und ein paar Mal daneben schießen, schwierig, ja. Aber grundsätzlich ist das durchaus eine diskutable Möglichkeit, dass man eben sagt, wir führen wolfsfreie Gebiete ein und sorgen halt dann, versuchen dafür zu sorgen, dass der Wolf da halt eben entsprechend nicht hingeht. Da der Wolf sehr intelligent ist, könnte man sich schon vorstellen, dass er über ein paar Generationen dann auch recht schnell lernt, wenn ich da hinlaufe, dann komme ich nicht mehr zurück. Oder er entkommt gerade noch so und wurde entsprechend aggressiv empfangen und lernt dann, okay, da ist gefährlich, da gehe ich nicht hin. Ich bleibe hier, wo immer hier sein muss. Also da gibt es schon Vermutungen und Überlegungen in die Richtung, da kann man durchaus drüber nachdenken. Wir sind von der Forschung her noch nicht so weit sagen zu können, das ist die alleinige Lösung, aber man kann da definitiv drüber diskutieren und das ist schon in Ordnung so, ja, auch wenn es von der AfD kommt. CDU, CSU, bei der internationalen Forstwirtschaft sind wir jetzt. Da ist es ihnen ein großes Anliegen, Tropen retten, Naturwälder retten,
nichts Konkretes. Also das ist ihnen ein großes Anliegen. Wie sie das machen wollen, sagen sie nicht. Ob sie da mit der Geldgießkanne kommen wollen, ob sie da irgendeine internationale Zusammenarbeit geplant haben, nichts, gar nichts Konkretes. Aber hey, immerhin ist es ihnen mal ein großes Anliegen. Hätten sie 16 Jahre Zeit gehabt, an diesem großen Anliegen jetzt bereits schon zu arbeiten, habe ich nicht viel von gemerkt. Ist immer böse, gell? Auf die Regierung schimpfen. Das ist ja auch das Schöne, was die Opposition so praktisch macht. Du kannst immer schön schimpfen, dass die Regierung böse ist. Selber musst du es ja nicht besser machen, bis du dann vielleicht doch mal irgendwann drankommst und es besser machen solltest. Im Idealfall. Aber ja. Das ist halt einfach, aber Tatsache ist, sie haben die Tropen nicht gerettet. Wirklich nicht. Merke ich nichts, dass die da irgendwie was Positives zu beigetragen hätten. So, die FDP, die hat das stärkste Bekenntnis zur internationalen Waldwirtschaft, interessanterweise, also zur internationalen Wald insgesamt Gedönse, weil sie ja durch deutlich mehr als die anderen Parteien in Sachen Klimaschutz auf CO2-Reduzierungsmaßnahmen setzt. Also alle anderen Parteien, abgesehen von der AfD natürlich, die wollen eher die Emissionen massiv verringern. Das will die FDP zwar auch, aber die anderen wollen mehr oder weniger nur die Emissionen verringern und setzen recht wenig auf aktiv CO2 aus der Atmosphäre wieder rauskriegen. Die FDP hat da einen deutlich stärkeren Fokus auf, wie kriegen wir denn das CO2 aktiv gespeichert, also raus aus der Atmosphäre. Und ein Punkt, der dann, wenn man das machen möchte, auch tatsächlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, neben diversen marinen Sachen, die ich jetzt nicht aufgeführt habe, die sie zwar auch im Programm haben, dass sie zum Beispiel irgendwelche Algen farmen und Ähnliches fördern wollen, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber das habe ich mir nicht aufgeschrieben, deshalb weiß ich nicht. Aber zumindest beim Wald, weltweit mehr Wald für Klimaschutz, finanzielle Anreize aus dem CO2-Handel. Also auch hier ein in sich schlüssiges, stimmiges System mit dem großen Problem, dass wir nicht wissen, ob dieser CO2-Handel überhaupt funktioniert. Aber wenn er funktionieren würde, dann könnte man also auch die weltweite Aufforstung in den CO2-Handel, auch in den deutschen CO2-Handel integrieren und de facto konkret, wenn du in Deutschland CO2 rausballerst, aber in Brasilien riesige Waldflächen aufforstest, beziehungsweise da schon Wälder vorher aufgeforstet hat, die inzwischen wachsen wie Sau im Idealfall, dann darfst du in Deutschland auch entsprechend weiter CO2 rausballern. Ja? So ist die Idee, dass das quasi, wenn man es kompensiert, auch im Ausland, dann in Ordnung. Wird auch sehr umstritten gesehen, ob man eben eigenes Versagen im Land, im Ausland sozusagen als Öko-Kolonialismus, Öko-Ablasshandel-Kolonialismus, da gibt es viele schöne Begriffe für, was man da alles reinbauen kann, ob das gut ist, schlecht ist. Tatsache ist, es könnte funktionieren. Es gibt keinen Grund, warum man jetzt sagt, das ist ganz unmöglich. Und es ist tatsächlich für den globalen CO2-Pool, schnurzpiep, egal wo du einen Wald hinstellst, du speicherst damit CO2. Du musst halt nur sicherstellen, dass der Wald dann auch stehen bleibt, beziehungsweise dessen Holz dann irgendwo sinnvoll langfristig verbaut wird. Also ist eine prima Sache. Auch da schon wieder leider, ja, inzwischen zeichnet sich ein bisschen ab, dass die FDP echt ein paar gute Ideen hat. Es ist halt so, ja, ich bin kein FDP-Wähler, ich habe die FDP noch nie gewählt, aber sie hat diesmal echt ein paar gute Ideen. Ja, stört mich fast ein bisschen, ja? Aber es ist so. Ich mag auch den Christian ehrlich gesagt nicht besonders, aber das sind Sympathiefragen, das sollte eigentlich nicht unbedingt mitwählen. Tut es ja schon ein bisschen. Gut, das war internationale Forstwirtschaft. Nur CDU, CSU und FDP haben da irgendwas zu. Gentechnik, Klammer auf, Laborfleisch, Klammer zu. Ich wollte vor Laborfleisch nicht einen eigenen Punkt aufmachen. Es gibt nur eine Partei, die dazu was macht. Aber ich habe es jetzt einfach quasi mit der Gentechnik zusammengepackt. Die CDU, CSU, nix. Kein besonderes, oder ich habe es nicht gefunden, vielleicht gibt es welches, was, ich weiß es nicht. Gentechnik ist auch immer so ein Thema. Landwirtschaft
Gentechnik ist was anderes als grundsätzlich so Gentechnik, weil die spielt natürlich auch für natürliche Ökosysteme eine Rolle. Wenn da genmanipulierte Pflanzen aus Versehen auf dieser Wiese landen, dann hast du halt eine Einschleppung von GVOs, also gentechnisch veränderten Organismen, und das ist dann auch für die gesamte Natur ein Thema. Darum kann man das jetzt nicht nur auf die Agrarpolitik ausbauen, sondern das spielt auch für die gesamte Natur eben eine Rolle, was man mit der Gentechnik, mit gentechnischen Pflanzen, gentechnisch veränderten Tieren theoretisch, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber hat für alles gewisse Auswirkungen. Also bei CDU, CSU, ich habe nichts gefunden, aber ich habe auch nicht alles danach abgesucht. Vielleicht gibt es was. Ich glaube, tendenziell sind sie eher dagegen. Weiß ich nicht. SPD, nö. Die haben ein klares Nö. Wollen sie nicht. Die Grünen, war absehbar, auch ein klares Nee. Gibt's nicht. FDP, ja. Zulassung muss möglich sein. Wichtig, Zulassung muss möglich sein. Heißt, wenn eben entsprechend wissenschaftlich und nach Prüfung und so weiter und so fort festgestellt wird, dass es hier jetzt unter diesen Bedingungen da und da und da möglich sei, mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu arbeiten, allein schon zu Forschungszwecken, dann soll das wohl möglich sein. Also auch eine Gesamtzulassung tatsächlich zum freien Anbau muss möglich sein. Als wissenschaftlich denkender Mensch bin ich da auch der Meinung, dass das zumindest mal möglich sein muss. Ob man das dann letztendlich tut, ist nochmal eine andere Frage. Da kann man sich super drüber streiten. Aber eine aus ideologischen Gründen von vornherein zu sagen, nö, lehnen wir aus ideologischen Gründen ab, ist für mich als sehr, sehr rational denkenden Mensch, zumindest in solchen Fragestellungen, schwer nachvollziehbar. Ja, Ideologie immer sehr, 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 sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Die Klimawandel-Ablehnenden sagen ja immer, wir den Klimawandel tatsächlich als Problem erachten, seien ideologisch verklärt und so weiter. Aber der Klimawandel lässt sich ja ganz klar wissenschaftlich mit Fakten, Daten, Zahlen und so weiter und so fort belegen. Da ist keine Ideologie dabei. Also bei manchen Leuten auch zusätzlich. Ja? Das heißt ja nicht, nur weil du was belegen kannst, dass es nicht auch ideologisch verklärt werden kann. Das gilt ja auch ganz stark für die Natur. Die Natur, ja, mit ihren grünen Licht, Lebensstrahlen und dem Nebel der Glückseligkeit und all so einem Scheißdreck. Entschuldigung. Ich brauche so einen Blödsinn nicht. Wenn ich im Wald hocke, geht es mir auch so gut. Ohne, dass ich da irgendwelche Bäume knutschen muss. Und das kann man natürlich trotzdem machen, und es tut ja niemandem weh, wenn ihr Bäume umarmt. Bitte, viel Spaß. Ja, das ist gar kein Problem. Aber ich persönlich kann da nicht so viel mit anfangen. Was haben wir jetzt? Das waren die wir sind noch nicht durch mit der Gentechnik. Die Linke, radikale Ablehnung, also so gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Da sind die Grünen schon vorsichtiger bei ihrer Ablehnung. Linke, also vielleicht die schärfste Ablehnung von Gentechnik. So, und dann wäre noch die Sache mit dem Laborfleisch. Das hatte ich ja noch erwähnt, dass das auch noch eine Rolle spielt. Wieder die FDP. Ich habe schon mal gesagt, vielleicht hat das einer mitbekommen, ich persönlich finde In-vitro-Fleisch, also Fleisch, das man mit einem Minimum des Ressourcenaufwandes, ohne dass das jemals gelebt hat, im Labor tatsächlich in der Petrischale züchtet oder in was für einem Container auch immer, das dann, wie Fleisch schmeckt, de facto auch Fleisch ist. Mit Ausnahme dessen, dass es halt eben nie ein Bewusstsein entwickelt hat oder sowas. Ja? Also ein künstliches Laborrindfleisch schmeckt schon wie Rindfleisch, relativ trockenes Rindfleisch, weil man nämlich nur Muskelfleisch züchten kann derzeit. Man kann also keinen Mix aus Fettzellen in der Muskulatur, das kriegt man noch nicht hin. Das macht ja ein gutes Steak zum Beispiel durchaus aus, dass da ein gewisser Anteil von Fett noch im Muskelfleisch vorhanden ist und so weiter. Das ist derzeit noch nicht möglich, aber für ein mageres Hackfleisch zum Beispiel würde es schon reichen. Da sind dann auch keine Sehnen drin oder sowas. Kommt mir ganz entgegen. Ich mag das nicht besonders, wenn mein Fleisch stark durchwachsen ist. Und es ist de facto biologisch gesehen schon irgendwie Fleisch, aber es stammt nicht von ein Bewusstsein entwickelndes Tier, das noch eine Lunge angeschlossen hatte, das einen Darm angeschlossen hatte, das ein Hirn angeschlossen hatte, sondern es ist einfach Zellteilung von Muskelzellen von zum Beispiel einem Rind oder einem Huhn, hat man auch schon gemacht, im Labor. Ja? Das heißt, dabei kommt niemand zu Schaden, da wird ethisch gesehen kein Tier für getötet, hoffentlich irgendwann gar nicht mehr, weil momentan braucht man noch Enzyme von Embryonen der entsprechenden Tierart, aber
da kann man mit einem toten Kälbchen erheblich, ja, viel mehr Mengen an Kuh, in Anführungszeichen, also dem Muskelfleisch von Kühen, züchten, als man beim regulären Killen und Essen des Kälbchens bekommen würde. Also es ist noch nicht komplett vegan, das ist es nicht. Es würde aber die Menge an benötigten Tieren drastisch reduzieren und wäre jetzt in Sachen von Ressourceneffizienz durchaus sehr, sehr stark ein Thema. Jetzt kann man aus ethisch-moralischen und ideologischen Gründen sagen, was, Labor? Nein, das esse ich nicht. Ich habe da keinerlei Probleme mit. Gar nicht. Würde ich sofort kaufen, sobald es das zu kaufen gäbe, regulär für einen einigermaßen bezahlbaren Preis. Momentan ist das noch unglaublich teuer. Aber das ist eine Frage der Zeit, bis das auch günstiger werden wird, hoffe ich. Und dann habe ich da überhaupt keine Probleme mit, damit sowas zu kaufen. Es ist de facto tatsächlich Fleisch. Da ist alles drin, was im normalen Fleisch auch drin ist. Nur, dass es halt eben das dazugehörige Tier so in dieser Form nicht gegeben hat. Ja, langer Exkurs, aber ich wollte das doch mal kurz erklären. Muss man ja nicht. Muss man ja nicht. Wer gerne vegetarisch sein will und damit zurechtkommt, Veganer zu sein und so weiter. Ist auch eine wunderbare Lösung. Wahrscheinlich eine bessere Lösung ist, zumindest für die Ressourceneffizienz. Aber das kriege ich nicht auf die Reihe. Laborfleisch fressen kriege ich schon auf die Reihe. Man muss halt irgendwie gucken, wenn man Karnivore ist, dass man halt irgendwie und trotzdem ein Gewissen hat. Oder eins, das leidet, sagen wir es mal so, da muss man halt irgendwelche Lösungen finden. Und da bin ich bei In-vitro-Fleisch wirklich, wirklich dabei. Das finde ich prima. Gut, invasive Arten. Invasive Arten sind Arten, die aufgrund ihres ökologischen Potenzials in der Lage sind, heimische Arten stark zu verdrängen und in vielen Fällen zusätzlich noch einen wirtschaftlichen Schaden anrichten. So, Beispiel, Waschbär. Beispiel, japanischer Staudenknöterich von den Pflanzen, indische Springkraut von den Pflanzen, dieser komische rote Krebs aus Amerika, der in sämtlichen Flüssen unterwegs ist, dieses Riesenvieh, habt man vielleicht schon mal gesehen, ich weiß immer nicht, wie der heißt. Ja, das sind alles so Beispiele für invasive Arten. Wie soll man mit denen umgehen? Gibt es dazu einen Plan? Gibt es dazu keinen Plan? Zwei Parteien haben diesbezüglich was, und zwar die FDP, die sagt, invasive Arten müssen bekämpft werden. Bei einem, die müssen bekämpft werden, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man eben die genaue Definition genau fasst, was ist denn jetzt invasiv. Also aus vielerlei Hinsicht, Beispiel Nutria. Nutria ist dieser lustige Sumpfbiber, diese Tiere, die man gerne mal im Stadtpark treffen kann. Die hat bestimmt inzwischen, die meisten von uns haben so ein Ding mal gesehen und wissen nicht, was das ist. Ist das ein Biber? Ist das eine Bisamratte? Nein, es ist ein Nutria. Und die sind nur im erweiterten Sinne invasiv. Sie machen wirtschaftliche Schäden, sie haben aber nicht ein so hohes ökologisches Potenzial, dass sie heimische Arten im größeren Umfang verdrängen würden. Ein ganz kleines bisschen vielleicht, aber nicht ausreichend. Zumal, wenn es mal wieder einen harten Winter gibt, dann ist hinterher die Nutria-Population, die sind Winter nicht gewöhnt, sehr stark dezimiert. Und daher ist es fragwürdig, ob über eine längere Zeitperspektive, nicht nur ein Jahr, in dem sie sich viel vermehren, sondern über längere Zeitperspektiven, die überhaupt bei uns ein Problem darstellen werden. Aussterben werden sie momentan wahrscheinlich eher nicht mehr, aber sich super ausbreiten, unwahrscheinlich. Wirtschaftliche Schäden richten sie trotzdem an. Deswegen müssen wir bei Invasivität ganz klar unterscheiden zwischen eben der ökologischen Definition im Sinne von macht das Schäden fürs Schäden in Anführungszeichen fürs Ökosystem, verdrängt heimische Arten, oder macht es nur Geldschäden, ja, weil Dämme angegraben werden und solche Späße. Das ist schon ein Unterschied. Klar können die Geldschäden so massiv sein, dass die entsprechende Art zum Problem wird. Auch wenn sie dann streng genommen nicht invasiv im ökologischen Sinne ist. Beispiel Waschbär, der ist ökologisch invasiv. Der killt alles, was im Wasser lebt. Der killt alles, was auf dem Baum hockt. Der killt alles dazwischen. Der killt eigentlich alles und vermehrt sich wie Sau und ist außerdem noch super intelligent und schwer zu fangen. Der Waschbär ist ein richtiges Problem bei den Tieren, auch wenn er sympathisch ausschaut. Die zweite Partei, die was zu invasiven Arten zu sagen hat, abgesehen von der FDP, ist die AfD, und die sagt genau dasselbe, werden bekämpft. So, fertig. Forstwissenschaften fördern will genau eine Partei.
Das ist jetzt total nicht objektiv, dass ich diesen Punkt aufgegriffen habe. Die FDP hat explizit drin, dass sie die Wissenschaft in Sachen Wald und so weiter und so fort fördern möchte. Honig in meinem Bart. Gut, so, und das ist es. Tatsächlich, ja, es gibt ein Ende jetzt gewesen. Der Vollständigkeit halber, viele Parteien, nahezu alle, wollen auch ganz viel Recycling und irgendwie das Müllproblem angehen. Trinkwasserschutz ist ein häufig genanntes Ding, auch von fast allen Parteien. Deswegen, ich habe solche Sachen dann nicht nochmal großartig hervorgeholt und als besonders bemerkenswert angemerkt. Mit einer Ausnahme, die jetzt noch kommt, beziehungsweise einer Partei, die ein paar Ausnahmen hat, nämlich die Linke setzt viel auf alternative Landnutzungsformen, die sie fördern will, wie zum Beispiel die Permakultur, Agroforstwirtschaft und auch, was die Grünen beim Thema Moor hatten, ich kann mir das Wort immer nicht merken, die Paludikultur, also die Bewirtschaftung von nassen Standorten. Das wäre vielleicht noch mal kurz wichtig, dass das bei der Linken, also generell für die Gesamtbewirtschaftung von Landschaft wichtig ist, eben solche alternativen Wirtschaftsformen auszuprobieren. Das hat dann auch Auswirkungen auf eben Flächenverbrauch, Naturschutz etc. pp. Darum wollte ich das da noch mal erwähnt haben. Jetzt sind wir aber durch. Gut, jetzt wisst ihr wahrscheinlich immer noch nicht, wen ihr wählen sollt. Ich auch immer noch nicht, aber... Vielleicht hilft es ja doch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Grob kann man sagen, bei der CDU nichts Neues, mehr oder weniger weiter so. Da ist also nichts Konkretes dabei, wo man sagen könnte, das wollen sie als völlig neu einführen. Die Holzbauoffensive vielleicht, die gibt es aber plus minus, beziehungsweise die ist schon länger geplant. Und... ja, aber vielleicht die Holzbauoffensive und die Tatsache, dass sie die Einpreisung von Ökosystemdienstleistungen zumindest auf CO2-Basis haben wollen. Das sind die zwei Neuerungen. Die SPD hat keine einzige. Die Grünen wollen Pestizide reduzieren, Glyphosat verbieten, Moore sehr stark schützen und renaturieren, sind für grüne Korridore, wollen jetzt 2% Wildnisfläche ausweisen, eventuell Nationalpark und Naturschutzgebiete übrigens noch ein kleines bisschen ausweitern. Sie hätten gerne 5% Waldfläche, die aus der Nutzung genommen wird. Sie wollen die Flächenversiegelung halbieren, wichtig, wichtig. Waldbewirtschaftung naturnah im Gesetz fixieren, was immer das heißt. Wiederbewaldung nach ökologischen Vorgaben voranbringen, auch da wieder, was immer das heißt. Privatwald fördern und beraten, wollen FSC-Zertifizierung als Pflicht im öffentlichen Wald, was ich blöd finde. Das Verschlechterungsverbot für Gewässer, das wiederum finde ich prima. Gewässerrenaturierung und Auenrenaturierung, was auch ganz, ganz toll ist. Wirklich was Schönes. Die Einpreisung von Ökosystemdienstleistungen sind in der Landwirtschaft dafür, in allen anderen Systemen eher dagegen. Ziemlich deutlich, auch wenn es so nicht im Wahlprogramm steht. Außerdem finden sie die Jagd ökologisch und tierschutzgerecht dann durchaus wichtig. Sie wollen keine Gentechnik und das war's. Das ist so die Zusammenfassung der Grünen. Die FDP hat kein Problem mit modernem Pestizideinsatz und findet auch wichtig, dass die weiterhin verfügbar sind. Er hält Vertragsnaturschutz für ein gerechtes Instrument beim Finden von Flächen, die man aus der Nutzung nehmen kann, will, soll. Möchte diese Stilllegung, also das aus der Nutzung nehmen von Flächen, auf unwirtschaftliche Gebiete forcieren, was sowieso schon passiert. Das ist also auch so ein bisschen Einrennen von offenen Türen, hatten wir gesagt. Will mehr Wald, will multifunktionale Waldwirtschaft, das wollen sie ja alle mehr oder weniger, ist für Schadholzbergung und für Schädlingsbekämpfung, also ein deutliches Bekenntnis, das so sonst keine andere Partei abgeliefert hat und weist aber nochmal darauf hin, dass die Wirtschaft Rücksicht auf Natur und Erholung zu nehmen hat. Schnelle Aufforstung mit klimaresilienten Baumarten ist ihr wichtig und der Rücklagenfonds für Dürre und Klimaschäden, wo Landbesitzer, Landwirte, Forstwirte, was auch immer, Geld
Geld zurücklegen können, steuerfrei, um eben für Dürren und Ähnliches vorgesorgt zu haben. Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse sollen gefördert werden, wahrscheinlich um den Privatwald dann auch mehr nutzen zu können. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Mehr Nutzung von Wald bedeutet auch weniger Wald, der nicht genutzt wird. Das ist halt immer auch die Kehrseite der Medaille. Sie hat ein starkes Bekenntnis zur Einpreisung von Ökosystemdienstleistungen über ihr CO2-Preissystem. Sie sagt, es wäre möglich zu bejagen Wolf, Biber, Kormoran und Nandu. Sie sagt nicht, das soll alles bejagt werden, aber sie will die Möglichkeit dazu, dass das geht. Bisher geht es ja einfach nicht. Nachtzielgerät und Schalldämpfer und hat ein deutliches Bekenntnis zur Jagd. Weltweit mehr Klimaschutz durch internationale Forstwirtschaft, sprich Aufforstung. Also deutliches Bekenntnis zu mehr Wald weltweit. Und wenn wir in Deutschland zu viel Geld haben, sollen wir also auch unsere eigenen CO2-Speicher in Brasilien oder wo auch immer anlegen können, um dann selber wahrscheinlich weiter ein bisschen mehr CO2 rausboosten zu können. Oder alternativ, wir pflanzen da riesige Wälder, kriegen dadurch CO2 und können das in Deutschland dann teuer verkaufen. Also es ist schon ein wirtschaftliches Interesse, was dahinter steckt. Im Endeffekt ist aber möglicherweise durchaus das Resultat, dass wir mehr Wald kriegen. Gentechnik, ja, Zulassung muss möglich sein. In-vitro-Fleisch, ja. Und die einzigen, die das erwähnen. Invasive Arten werden bekämpft und die Forstwissenschaft wird gefördert. Also in der Zusammenfassung, FDP tendenziell vielleicht insgesamt mehr gute Ideen, die Grünen einige sehr wichtige gute Ideen, wie zum Beispiel auch den grünen Korridor zum Artenschutz von großen Säugetieren in Deutschland, den die FDP so nicht hat. Dafür hat die dann eben mehr Wald beispielsweise. Ja, also die Grünen haben auch einige Negativpunkte, nämlich die Sache der Zwangs-FSC-Zertifizierung und dafür haben die Grünen dann allerdings wiederum die Flächenversiegelungsreduzierung. Das hat auch ein ganz, ganz wichtiger Plus. Also ich schwanke da tatsächlich jetzt nicht vom Wählen her, aber von der Argumentation bzw. welche Partei ist jetzt die beste in Anführungszeichen, für mich zumindest, im Bereich Wald- und Umweltpolitik, da schwanke ich tatsächlich zwischen den beiden. Gehen wir die Linke nochmal schnell durch. Die möchten gerne ganz wenig Pestizide, Glyphosat verbieten, Moore retten, grüne Korridore auch. Ja, also auch grüne Korridore, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz toll. Dann wollen sie ein Biodiversitätsmonitoring und mehr als 2% Wildnis, die einzige Partei, die da noch mehr haben möchte. Verbindliche Naturschutz- und Biodiversitätsziele in die Gesetze haben. Flächenversiegelung soll quasi ganz gestoppt werden, wenn nicht eine andere Fläche entsiegelt werden kann, was utopisch ist. Naturnahe Mischwälder mit europäischen Arten, was Quatsch ist, plus die Freizeitjagd beschränken, das wird sicher dem einen oder anderen auch böse aufstoßen, dafür allerdings die Verbot von Jagd auf Hund und Katze und eben Prädatoren, bei denen es sehr fragwürdig ist, ob die eben bejagt werden müssen und viel diskutiert wird. Außerdem Gentechnik-Ablehnung und wichtig ist hier noch die alternativen Landnutzungsformen wie Permakultur oder Agroforstwirtschaft eben entsprechend zu fördern. Die AfD, das geht schnell, die hat relativ wenige Punkte, möchte gerne eine Forschungs- und Prüfeinrichtung haben, die übernimmt, ob Pestizide ausgebracht werden sollen und wenn ja, wie viele. Bei der Waldbewirtschaftung möchte sie Holz als Produkt fördern und keine Windkraftanlagen im Wald. Sie will gerne alle Interessensgruppen in der Jagdfrage berücksichtigen, also auch die Landwirte, die Jäger und alle sollen zusammenkommen und sich irgendwie vertragen. Wolf soll reguliert werden und wolfsfreie Gebiete soll es geben. Invasive Arten werden bekämpft. Jetzt war es das aber wirklich. So. Ich hoffe, das war einigermaßen halbwegs übersichtlich. Ich hoffe weiterhin, dass sich alle Punkte, die relevant sind für die Umwelt- und Waldpolitik, in den jeweiligen Parteiprogrammen auch gefunden habe. Ich habe mir jedenfalls Mühe gegeben und dann sind wir jetzt hoffentlich alle schlauer. Und ich gehe jetzt ins Kino und habe sogar noch Zeit, vorher einen kleinen Imbiss einzuholen. Bedanke mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Und ich hoffe, das war jetzt eine einigermaßen ausreichenden politischen Neutralität ohne irgendwelche Parteien über Gebühr zu kritisieren. Ja, das ist ein gutes Wort. Lassen wir es dabei. Tschüss.